Ja, einen schönen guten Abend heute in die Runde zu einer weiteren Folge von dem YouTube-Kanal Late Night Soaring. Heute haben wir ein relativ spannendes Thema, was mal ein Stück weit davon abweicht, dass wir uns immer um irgendwelche reinen Flugerlebnisse oder so kümmern und die darstellen. Heute wollen wir uns mal auf ein ja, technisches Produkt letztendlich, beziehungsweise eine technische Entwicklung, die es in den letzten Jahren gegeben hat, einschießen bzw. uns dem widmen. Und da sind wir sehr froh, dass wir da heute Abend eine große Anzahl an Gästen hier wieder zusammenbekommen haben, die da mit ihrem jeweiligen Erfahrungsschatz uns sicher viele spannende Sachen zur Verfügung stellen werden und Informationen da einfach geben werden. Da haben wir einmal den Professor Heinrich Meyer, der an der RWTH Aachen, ja, als Professor das HAARC-System, wie ihr es ja schon im Titel gelesen habt, als Forschungsprojekt entwickelt hat. Und dann gemeinsam mit dem Markus Full, das war einer der ersten Testpiloten, der das dann letztendlich in der Praxis getestet hat. Markus ist auch selbst Physiker. Und ja, nachdem, guten Abend, genau, nachdem die beiden das dann ja, ein Stück weit so entwickelt hatten, dass man damit nicht nur den Testpiloten auf die Menschheit loslassen kann, hat sich dann auch letztendlich der Michael Seischab von Alex Avionik ja, mit dazu gesellt jetzt, der das Produkt letztendlich als Lizenz gekauft hat. Wie das genau zusammenhängt, wird dann vielleicht noch kurz erwähnt werden. Und dann haben wir ganz zum Schluss noch den Uwe Wahrlich, der letztes Jahr Weltmeister geworden ist und vor allen Dingen da auf der Weltmeisterschaft das erste Mal auch mit diesem Hawk so richtig fliegen konnte und kann uns dann sicherlich noch ein paar interessante Einblicke geben, wie man jetzt mit diesem, mit dieser neuen Informationsquelle, dass man einfach exakt weiß, wo der Wind denn tatsächlich herkommt, wie man damit als Pilot dann am Ende in der Praxis umgeht und wie man das am Ende umsetzt. Genau, schönen guten Abend. Ich würde jetzt quasi erstmal an Professor Meyer bitten, dass er den Bildschirm übernimmt und da einfach erstmal seine Präsentation zum Technischen, genau, startet. Okay. Muss ich was klicken? Bildschirm freigeben oder schaltest du das frei? Genau, nee, Bildschirm freigeben einfach. Super, so funktioniert es schon. Ja? Ja, Genau. tatsächlich. Okay, vielen Dank für die Einführung. Von mir aus auch schönen guten Abend. Hier ist nochmal das Projekt. Da ist der Die beiden Köpfe dahinter sind der Peng Huang, der ist bei meinem Kollegen im Vodafone Chair in Dresden, der hat seine Diss draufgeschrieben. Und ich bin RWTH Aachen, jetzt emeritiert, aber immer noch in der Forschung tätig. Und der wissenschaftliche Text, der hier steht, den wollen wir nicht vertiefen. Das ist also im Wesentlichen Baryo und Wind in Echtzeit. Und ich werde mich auf erklären, wie das funktioniert, was die Eigenschaften sind, was neu daran ist. Und der Hauptbrocken der Präsentation wird dann sein, dass wir haben sehr, sehr viele Tests gemacht. Das kann man in der Hochschule machen. Und mit vielen verschiedenen Piloten. Und da kann man die Eigenschaften experimentell verifizieren. Das wird der Hauptbrocken sein, wo ich dann bitte meine Kollegen, wir haben das so abgesprochen, der Markus Full und Uwe Walig und der Michael daneben ihren Kommentar dazugeben. Es sind einige, sind immer schöne Videos, die erklären, welche Haupteigenschaften man jetzt demonstrieren will. Okay? Gut. Ja, beginnen wir mal. Die Folien sind in Englisch, weil ich die nicht jedes Mal umschreiben wollte. Ich habe aber, ja, gut. Und wenn ich Segelfliegen auf den einen ganz kleinen Fokalpunkt bringen will, dann hat Segelfliegen damit zu tun oder kann man beschreiben als optimale Entscheidungstreffen. Ja, und das ist die ganz abstrakte Form, aber keine Sorge, der Vortrag bleibt nicht oder die Präsentation bleibt nicht abstrakt. Aber es ist wichtig, wenn man sich auf die wesentlichen Punkte mal konzentriert. Also worum geht's? Es gibt in der Entscheidungstheorie zwei wichtige Begriffe. Erstens, was soll man minimieren? Das ist für den Segelflieger klar. Man soll dann nicht kreisen, wenn keine Thermik da ist. Das Ganze wird mathematisch erfasst und geht auf die Sensoren über. Die Sensor,
die sind so und so und so sein, die False Alarm Probability, also die falsche Alarmwahrscheinlichkeit soll klein sein. Ja, das ist die Spezifikation. Seht ihr den ganzen Bildschirm übrigens? Ja, sehen wir. Passt perfekt. Und super, ja. Okay, und man soll maximieren, das ist die Detektionswahrscheinlichkeit. Wenn eine Thermik da ist, dann soll auch diese Thermik mit großer Wahrscheinlichkeit vom System angezeigt werden. Und daraus leiten sich, wie gesagt, die Spezifikation für Gerät ab. Die erste Bedingung ist zum Beispiel bei einem Tech-Vario nicht erfüllt. Da gibt es ja dieses Ansprechen, Fehlalarm, wenn man in einen Burst, einen Gast oder eine Böe hineinfliegt. Wir werden sehen, dass der Hook das nicht macht. Gut, ja, zuerst ganz kurz und dann in die Einzelheiten gehen. In die sogenannte Fahrzeug-Elevator-Story ist die, was macht Hook überhaupt? Hook misst, und hier jointly, man kann das schlecht übersetzen, also gemeinsam, den Wind im klassischen Sinne und die Thermik. Die Thermik horizontal und vertikal. Also besser ausgedrückt, es ist der dreidimensionale Vektor für die Geschwindigkeit, vertikal wie horizontal. Das Ganze wird in Echtzeit berechnet. Die Anzeige ist, man hat die Echtzeitzeiger hier, das ist der Wind in Stärke und Richtung, und der ist eben der Momentanwind, der Live-Wind. Man hat das Vario, das ist die Vario-Nadel, die Hook-Nadel. Parallel dazu können wir anzeigen, ist das klassische Tech-Vario. Und weil zur Berechnung der dreidimensionalen Windvektors oder Luftmassenvektors man auch die Lage des Flugzeugs kennen muss, kann man dieses Resultat auch ausgeben, und das ist dann der künstliche Horizont. Das sind die drei Informationen, die Hook zur Verfügung steht. Okay, und wie funktioniert Hook? Auch hier nur die Schlagworte. Hook macht eine sogenannte Sensor Fusion. Das ist ein sehr schönes Schlagwort und bedeutet, man verarbeitet sehr viele Sensoren gleichzeitig. Und zwar mit einem Algorithmus, den ist in der Literatur bekannt, ein Extended Kalman-Filter. Das ist ein fundamentaler Algorithmus. Ohne den hätte es keine Mondlandung gegeben. Der hat sehr, sehr viele Anwendungen. Okay? Und man verwendet sehr aufwendige Signalverarbeitung. Wichtig ist, was Hook nicht hat. Es ist bekannt, dass die Magnetsensoren sehr störanfällig sind. Eigentlich es gibt die elektromagnetischen Störungen, die kann man nicht kompensieren. Das ist nicht möglich oder nur sehr, sehr aufwendig, wenn man die ganze Installation in den Schwanz macht. Und die Aufgabe war eben, wenn man das schon nicht hinbekommt mit den Magnetsensoren oder nur mit großem Aufwand, und man will auch kein duales GPS haben, nur mit den Sensoren arbeiten, die sowieso in den kommerziellen Geräten drin ist. Das ist nicht speziell fällig SNAF. Nur die Sensoren, die schon drin sind, also kann man auch sagen, Hook ist ein Software-Update. Gut, hier noch eine Übersicht nach diesem ganz kurzen Überblick, wie ich vorgehen möchte für den heutigen Abend. Also zuerst erkläre ich mal die Grundlagen, die wir brauchen, ganz kurz vom Tech-Vario und von Hook. Dann werde ich darauf eingehen, das ist ein kleinerer Teil auch, warum oder wie ist der Algorithmus entwickelt worden, warum erst jetzt und was steckt dahinter. Und dann der Hauptbrocken ist hier die experimentellen Resultate. Und das sind alle, ja, heißt ja schon experimentelle Resultate. Die sind, glaube ich, sehr nett anzusehen. Gut, also die Grundlagen von Tech und Vario. Also beginnen wir mal mit Tech Vario. Das Messprinzip ist eben ein Energieerhaltungssatz, und wichtig ist hier der Zusatz eindimensional. Das mathematische Modell des Tech Varios, und die funktionieren sehr gut, wenn die Luft ruhig ist, das ist eindimensional, die Energieerhaltung, aber bekanntlich hat der Flugzeug ja drei Komponenten. Das heißt, das ist dann, was man nicht korrigieren kann.
wenn die zwei anderen Dimensionen eine Rolle spielen. Was misst das Tecvario? Was ist die primäre Information? Die habe ich hier aufgeschrieben. Es misst, dass der große Vorteil des Tecvarios, es misst die wirkliche Steigrate des Flugzeuges. Also wenn ich dir vergesse, das Fahrwerk einzufahren, dann steigt der Hals schlechter. Das ist das, was man in der Terminologie Vario nennt. Es gibt eine abgeleitete Größe, warum die nette Vario heißt, hat es mir immer verschlossen, ich habe keine Ahnung. Aber das ist das sogenannte Luftmassensteigen. Wichtig, das ist eine abgeleitete Größe, die wird nicht gemessen. Okay, dann sehen wir, was macht Hawk. Hawk misst was anderes. Das ist ein ganz anderes Messprinzip. Es Estimates, das ist, ich sage schätzen, aber das hat einen abschätzigen Ausdruck im Deutschen. Im Englischen ist das ein präziser fachlicher Ausdruck in der digitalen Signalverarbeitung. Also schätzen heißt berechnen. Es gibt einfach den Ausdruck nicht. Das Steigen der Luftmasse und nicht das Steigen des Flugzeugs. Ja? Die Information ist also eine dreidimensionale Luft, ein Vektor für einen schönen Pfeil mit einer dreidimensionalen Luftmassenbewegung. Der Output ist das Nettovario. Das ist beim Hawk wiederum eine abgeleitete Größe außerhalb des Algorithmus. Und das wird wichtig sein, wir werden darauf später zu sprechen kommen. Bitte beachtet einfach diese fundamentalen Unterschiede zwischen Hawk und Tech. Beim Tech ist es die primäre Information, das Steigen des Flugzeugs. Bei Hawk ist das Luftmassensteigen. Das sind die fundamentalen Unterschiede. Gut, so, und jetzt kommt das sogenannte dreidimensionale Dreieck. Wenn ich schon von Luftmassenvektor spreche, dann ist es nichts anderes als ein dreidimensionaler. Mal gucken, wie ich es hinkriege. Winddreieck. Also hier die drei Koordinaten, x, y und z. Und hier habe ich hineingefriemelt das Dreieck. Wir haben. Jetzt ein bisschen nachdenken. Wir haben es hier in den Raum gelegt. Das ist der Wind. Rot ist der Wind. Die True Airspeed ist hier. Blau gibt die Ground Speed. Schön langsam nochmal. Das liegt also so krumm im Raum drin. Ja? Das ist, und Hawk berechnet das oder schätzt, mit Hilfe dieses dreidimensionalen Windvektors oder dieses Winddreiecks, das Steigen. Man sieht hier unten, die Verbindung zu dem machen, was man jedem Flugschüler beibringt. Wenn ich hier diesen Punkt hier nach unten projiziere, ja, dann bekomme ich eben den zweidimensionalen Wind und das kennt jeder Schüler. Also Wind plus True Air Speed ist Ground Speed. Das ist dann dieses Dreieck, das die Projektion des räumlichen Dreiecks darstellt. Kann man wahrscheinlich, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber was nun wichtig ist und was ein bisschen noch gewöhnungsbedürftiger ist, es gibt schließlich auch eine Projektion auf die vertikale Achse. Ja? Und da spricht man dann halt konsequenterweise auch von einer vertikalen Ground Speed. Das ist wieder erklärlich. Der Wind ist dann die Thermik, das Luftmassensteigen. Und es gibt eine True Air Speed, die auch vertikal ist. Aber das ist nichts anderes als die Projektion dieses Dreiecks hier auf die Z-Achse. Und was eben jetzt Joint heißt oder gemeinsam heißt, wir schätzen, wir trennen das nicht. Wir berechnen immer das dreidimensionale Dreieck und projizieren die Resultate auf die Ebene. Das ist dann die Windmessung. Und die vertikale Komponente ist das Vario. Und das Vario verhält sich
logischerweise ganz anders als ein Tech-Varia. So, und jetzt kommt die Frage, die interessante Frage, wie kann man denn eigentlich ohne einen Kompass ein Winddreieck berechnen? Die Antwort ist ganz einfach, überhaupt nicht, das geht nicht. Und warum nicht? Wenn man hier das Winddreieck mal aufgezeichnet hat, dann hat man als Information die Ground Speed, die kriegt man vom GPS, das ist also die Geschwindigkeit, ist die Länge des Zeigers und die Richtung. Ja? Gut. D ist der Windvektor, den will man schätzen. Jetzt dazu braucht man aber im Winddreieck eben bei der True Air Speed braucht man nicht nur die Lenke, die durch den Staudruck gegeben ist, das Pitot-Rohr, sondern man braucht auch die Richtung. Und sonst gibt es beliebig viele Lösungen, hier ein Winddreieck zu schließen. Also auf Deutsch gesagt, diese Gleichung ist völlig überbestimmt. Geht nicht. Ja? Geht nicht. Also können wir gleich aufhören für heute. Aber in der Wissenschaft ist es immer interessant, wenn man ein Problem nicht so lösen kann, kann man sich überlegen, wenn man es völlig anders formuliert und mal von der anderen Ecke ansieht, kann man es vielleicht lösen. Und genau so ist es. Nämlich, ich rechne nun das Winddreieck zu zwei verschiedenen Zeitpunkten T1 und T2 an. Hier ist eins. Hier ist das Winddreieck zu einem späteren Zeitpunkt. Ich nehme an, bei den Überlegungen jetzt, dass die beiden Zeiten T1 und T2 nicht zu unterschiedlich sind. Folglich darf ich annehmen, dass die True Air Speed, das sind alle zulässigen Punkte für die True Air Speed, also wir liegen hier auf dem Kreis und dieser Kreis ist auf der anderen Seite genau gleich groß. Gut. Wir nehmen auch an, dass sich der Wind nicht stark ändert. Mathematisch nehmen wir mal an, der ist konstant. Ja? So, und wenn ich mir jetzt die beiden Dreiecke angucke und sie übereinander lege, dann gibt es nur noch eine Lösung für D. Ja? Die beiden True Air Speed, der eine liegt hier, der andere liegt hier. Das sind bekannte Größen. Und wenn ich zwei Dreiecke nehme hintereinander, dann gibt es nur eine Lösung. Kann man auch in Gleichungen schreiben, aber es ist grafisch, glaube ich, anschaulicher. Das ist die Grundidee dahinter, warum ich keinen Magnetsensor brauche und kein Dual GPS. Ich brauche die Richtung nicht. Gibt es Fragen dazu? Ja, genau. Da bisher sind jetzt schon ein paar Fragen im Chat gewesen. Ich würde jetzt kurz mal die Fragerunde gleich mal einleiten. Das ging erstmal ganz zum Anfang los, hat ein Mithörer gefragt, erstmal, ob grundsätzlich für dieses System letztendlich noch ein normaler Tech-Anschluss benötigt wird oder ob da letztendlich der Staudruck und der statische Anschluss sowie das GPS eben ausreicht. Im Prinzip wird es ausreichen, aber die meisten Leute fliegen ja mit dem normalen Varia weiter, zusätzlich. Genau, also das doppelt sich dann quasi in der Funktion. Ja, man kann elektronisch kompensieren, in dem Sinn braucht es nicht, kein Tech-Anschluss. Ja. Genau. Dann die zweite Frage ist, was überhaupt ein Dual-GPS ist. Darf ich da noch kurz was einhaken? Aber ja. Es ist zum Beispiel mega spannend, halt das Tech-Vario und Hawk eben im Vergleich zu haben. Also ich habe es zum Beispiel im Flieger auch so, ich habe ein Vario Tech kompensiert und eins eben statisch, wo dann Hawk drauf ist. Und es ist schon echt spannend, einfach zu sehen, wie die zwei Varios so agieren. Also kann man nur jedem empfehlen, das durchaus so dann zu verschlauchen quasi. Du kannst es aber auch direkt machen mit einem Vario. Geht ja auch, ne? Du kriegst ja die Anzeige parallel. Wenn du dein Vario an der Tech hängen hast, läuft Hawk und Tech auf den zwei Zeigern, ne? Rot Tech und Blau gleich. Ja, aber ich würde vorschlagen, dass man da vielleicht nur ganz konkret auf die Frage, Entschuldigung, genau, dass ich die unterbrochen habe, dass wir vielleicht nicht auf die Einzelheiten der Installation, ich denke, die Frage wäre sehr gut, brauche ich das? Nicht genau. für Hawk, aber für das andere Vario. Und ich werde darauf, dieses duale System, darauf werde ich noch zu sprechen kommen beim experimentellen Teil. Okay, mit dem Dual GPS. Und dann ist noch eine sehr, sehr spannende Frage. Dual GPS wäre ja für die Richtung.
Das hat nicht die Schwächen der Magnetsensoren, ist aber kompliziert zur Installation und wird auch nicht gebraucht. Also Dual GPS heißt aber ganz grundsätzlich technisch, es sind zwei GPS-Antennen an Bord, oder? Ja, genau. 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 Und dann kam noch eine weitere spannende Frage. Da geht es darum, ob das Hawk jetzt selbst merkt, ob das Fahrwerk zum Beispiel draußen ist oder ob die Bremsklappen entriegelt sind oder halt im Laufe der Zeit sich die Gleitleistung des Flugzeuges durch zusätzliche Mücken verschlechtert. Ob das notwendig ist für das Hawk oder ob das durch einen Algorithmus letztendlich sowieso rausgerechnet wird. Gute Frage. Beziehungsweise die Frage war auch, ob sich es quasi verschätzt, also ob der Anzeigewert falsch ist. Genau. Ja, ich glaube, die Frage, auf die Frage werde ich genau eingehen. Aber wenn wir zum experimentellen Teil gehen, sonst wird es unverständlich. Das ist eine interessante Frage. Okay. Die werde ich aber ansprechen später beim experimentellen Teil. Super, dann sind wir erstmal mit den Fragen soweit ran und können erstmal weitermachen. Gut. Ja, gut, wenn man das nun sieht, dann kann man sich folgenden prinzipiellen Algorithmus vorstellen, ja, wie man hier vorgehen könnte. Man könnte also ein Algorithmus entwickeln, der folgendermaßen funktioniert. Man nimmt einfach immer zwei Kreise zusammen, zwei Dreiecke zusammen, berechnet daraus den Wind, dann nimmt man die beiden hier und so weiter und so fort. Ja? Und mittelt darüber. Das ist prinzipiell, wie man es tun könnte. Ja? Nur, hier kommt gerade der interessante Punkt. Da hat man, wie häufig in den Ingenieurwissenschaften oder wenn man etwas entwickelt, ist, man hat zwei Zielkonflikte, die sich widersprechen. Das eine ist, wenn ich die Anzahl der Dreiecke groß mache, dann mittle ich und dann wird der Mittelwert immer weniger Streuung aufweisen. Also würde ich sagen, das erste Ziel ist, ich mache möglichst viele. Dem widerspricht natürlich, dass ich dann nur praktisch konstante Geschwindigkeiten messen oder schätzen könnte. Denn wenn ich annehme, dass ich die zusammenzähle und wenn sich meine Flugtrajektorie hier geändert hat, dann ist der Algorithmus unbrauchbar. Und hier beginnt das, was man, glaube ich, treffend so sagen kann, das hat schon Kant gesagt, nämlich, es gibt nichts Praktisches als eine gute Theorie. Und hier kommt man nicht weiter mit Basteln. Und hier tritt eben der Algorithmus, die nichtlineare Signalverarbeitung oder Estimation Theory zum Zug mit dem Kalman-Filter, dem in dem Fall nichtlinearen, das genau diese Zielkonflikt löst im Sinne eines Optimums. Und das ist der. Das Interessante daran, das kann man eigentlich nur noch theoretisch angehen. Also man kommt hier nicht weiter mit Basteln. Gut. Ich werde dann kurz wir werden noch darüber sprechen, wie das Kalman-Filter funktioniert. Es gibt einen zweiten Teil hier bei der Modellbildung, habe ich das zusammengepackt, ist das, was für ein MIND-Modell lege ich denn dem ganzen Algorithmus zugrunde? Ich möchte den Wind schätzen und ja, dazu brauche ich ein Windmodell. Und das Windmodell funktioniert folgendermaßen. Wir haben so einen Anteil hier, eine Art Mittelwert, der langsam ändert. Zu jedem Zeitpunkt, ganz kleiner Zeitabschnitt, sagen wir mal 100 Millisekunden, nimmt das Modell an, dass sich der Wind zufällig ändern kann. Und zwar sind diese Änderungen völlig zufällig. Das heißt, die sind in der Richtung gleich verteilt und in der Länge Gauss verteilt. Wir wollen es nicht kompliziert machen. Jedenfalls sind diese Segmente hier statistisch völlig unabhängig und werden dazugezählt. Wenn ich das verbinde mit meinem Vario, das ist die einzige Kenngröße, die dann später im Algorithmus auftaucht, die der Benutzer steuern kann, folgendermaßen. Also ich gehe davon aus, hier ist unser Vario. Wir haben hier den Mittelwert, sagen wir 3 Meter. Wenn dieser Parameter oder wenn diese Größe Delta T, diese statistische Größe, 1 ist oder hier 1 ist, dann
sind die Schwankungen um den Mittelwert herum mit zu 70% in diesem Segment hier. Wenn dieses Delta T kleiner ist, dann bedeutet das, dass ich annehme in meinem Modell, dass die Luftmassenbewegung nicht turbulent ist oder das Gegenteil ist, sehr glatt ist. Dann wird einfach dieses Segment kleiner. Das ist das Modell des Windes, das wir zugrunde legen. Natürlich ist dieses Modell sehr einfach. Und die Frage ist immer, ein gutes Modell ist nicht das hochkomplizierte, sondern das gute Modell in der Physik und der Ingenieurwissenschaften ist immer das, das genau die Fragen beantwortet, die mich interessieren. Und dieses Modell zeigt sich, funktioniert ganz gut. Es ist einfach. Aber man kann sich überlegen, dass es wahrscheinlich gehen könnte, wenn ich nur kleine Zeitschritte mache, dann kann man das wahrscheinlich so approximieren. Aber da steht keine tiefe Theorie dahinter. Frage zum Windmodell noch? Gut, das ist nämlich das, was wir zugrunde legen. Okay. Da ist soweit alles, es kam im Publikum keine weiteren Fragen, da ist soweit alles klar. Und jetzt möchte ich zeigen, das ist dann so eine Rückläufe gewesen aus dem Publikum. Oh, Publikum, also den Testpiloten, die haben gesagt, ja, das kann nicht stimmen. Nämlich, der Wind wechselt sehr rasch und das widerspricht meiner Erfahrung. Nein, ist es nicht. Wenn ich annehme, dass ich einen sehr schwachen Wind habe, dann bin ich ja in diesem Nullpunkt drin. Und dann habe ich natürlich als Windanzeige immer nur diese zufälligen Pfeile. Die können in jede Richtung zeigen und zeigen einen kleinen Wert an. Und das möchte ich demonstrieren, das tut es genau. Und jetzt muss ich zuerst diesen blöden Ding hier wegkriegen, sonst geht nämlich mein schön so. Also das ist eine Aufnahme oder ein, ja, wir können das Ganze, werden wir später darauf zu sprechen kommen, wir haben aufwendig viel in die Signalverarbeitung gesteckt, auch zum Darstellung ist. Wir gucken jetzt mal hier einen Flugverlauf an. Wir haben hier die Nasenrichtung, also das Track. Hier ist der Windvektor. Wir haben auf der anderen Seite den Höhenmesser. Die blaue Nadel ist zwar nicht wichtig hier, aber die kommt immer wieder. Das Hawk-Nadel, Hawk-Vario, nee, Entschuldigung, Hawk-Netto. Netto ist Luftmassensteigen. Und rot ist Netto-Tech, künstlicher Horizont, True Airspeed. So, und hier ist der Wind, ist hier noch numerisch dargestellt, also 9 Kilometer, im Moment 355. Und jetzt lassen wir das Ganze mal laufen und dann guckt einfach bitte am besten nur auf den Flieger hier. Wird schwächer der Wind. Wir nähern uns Fußgängertempo, der Wind ändert. Das heißt nicht, dass es eine turbulente Luft ist, sondern ist einfach, der Wind ist klein und dann kann man ihn nicht unterscheiden. So, dann. Das ist ein Effekt, den einige Piloten gesagt haben, der Algorithmus kann nicht stimmen, doch, das ist der Grund, wo er muss das zeigen. Und dann geht er, sobald er wieder einen größeren Wert annimmt, schwankt er in kleinerem Bereich. Das ist Echtzeitwind oder Livewind, wie man das immer nennen will. Okay? Gut. Schön. Dann kann ich zum dritten Teil übergehen und ich denke, ich hoffe es mindestens auch interessant zu sehen, wie man diesen Algorithmus entwickelt. Denn nur so kriege ich auch diese ganzen Darstellungen dann zur Analyse der Flüge nach dem Fliegen und wie sie implementiert werden. Das sind nur einige wenige Folien, aber es hat wahrscheinlich auch ein paar Techies da. Der Grund, oder ich werde häufig gefragt und wahrscheinlich wird der Benny Bachmeier auch gefragt werden, ist, warum ist Hawk und NMOI erst jetzt entstanden? Ist das ein genialer Schachzug oder ein guter Marketing-Gag von Elix Naf? Weder noch. Der Grund ist der, wir haben sehr genaue Sensoren zu sehr tiefen Preisen. Wir haben eine enorme Signalverarbeitungsleistung
auch zu praktisch vernachlässigbarem Preis. Und der dritte wichtige Punkt ist, wir brauchen so ein System, kann man nur entwickeln, mit sehr komplexen Entwurfswerkzeugen, die nicht nur für dieses Problem natürlich Anwendung finden. Und hier sieht man Moore's Law, für diejenigen, die nicht damit vertraut sind. Moore's Law heißt zehnfach alle 6 Jahre, also ein Faktor 10 mehr Rechenleistung alle 10 Jahre und der Zusatz zum gleichen Preis. Hier haben wir mal die Transistoren aufgetragen. Es ist schon beeindruckend, das ist noch nicht so furchtbar lang her. Dann hat man mit so 1000 Transistoren, das war schon die ersten Chips, das war schon sehr beeindruckend, 4004. Ich habe die noch gesehen, wir haben voller Staunen das angeguckt. Und dann wurden die immer leistungsfähiger, unser leistungsfähiger. Und jetzt, wenn man 36 Jahre nimmt, sind das 6 mal 6, 6 mal 6. Und dann hat man hier eine Vergrößerung der Rechenleistung um einen Faktor 10 hoch 6. 10 hoch 6 zum gleichen Preis. Und erst damit konnte man überhaupt dran denken, in den letzten paar Jahren erst, die mit dem letzten 10er-Schritt einen solchen Algorithmus wie Hawk oder Hawkist zu implementieren. Vorher wäre das viel zu teuer gewesen. Die Algorithmen sind natürlich in der Militärtechnik und in der Raumfahrttechnik eingesetzt worden. Die werden überall eingesetzt, aber erst jetzt würden diese Dinge billig. Und auch die Sensoren sind sehr billig geworden und ausreichend genau. Es ist gute Sitte in der Wissenschaft, dass man die Kollegen, die auf dem gleichen Gebiet arbeiten, zitiert, und das tue ich sehr gern hier. Wir haben enorm profitiert von der Dissertation von Stefan Leutenecker an der ETH. Er hat grundlegende Arbeiten zum Thema geschrieben, über das wir heute sprechen. Und interessanterweise ist unabhängig und ungefähr zur gleichen Zeit hat Benny Bachmeier auch ein System entwickelt, aber jetzt zweidimensionalen Windmessung, nicht die dreidimensionale, die zweidimensionale Windmessung. Und er benutzt auch einen Extender-Kalman-Filter. Interessant, dass es parallel entstanden ist, aber wenn man es zurückdenkt, ist es eben so, die Rechenleistung war da und die Sensoren auch. Gut, wie haben wir Hawk entwickelt? Und ich erzähle, ja gut, wie haben wir Hawk entwickelt? Das Ganze beginnt, ich sehe diesen idiotischen Teil hier oben. Na gut, sie sieht das nicht. Also wir haben hier von Anfang an keine Simulation gemacht mit künstlichen Flugbahnen, sondern wir haben die Daten aufgenommen mit 100 Hertz. Die Daten wurden zur Verfügung gestellt von ElixNav. Das ist ein gemeinsames Projekt. Jeder mit den eigenen Mitteln, aber mit seiner Expertise. Und ElixNav hat hier also die Hardware zur Verfügung gestellt. Die gehören nicht in die Hochschule. Da haben wir in dem Bereich keine Expertise gehabt. Und das Know-how in der Signalaufzeichnung und Verarbeitung. Wir haben diese Daten dann genommen. Den Algorithmus, den Hawk-Algorithmus, hier auf einem komfortablen Simulationswerkzeug implementiert und so lange iteriert, bis wir der Meinung waren, gut, das funktioniert so, wie wir uns das vorstellen. In einem nächsten Schritt, und das ist nur für die Techies interessant, musste man diese komplexe Computersprache in eine für den Mikroprozessor verdauliche Sprache in C-Code machen. Wir haben das implementiert, gesehen ist die Laufzeit ausreichend. Und dieser Code, der hier mit C-Code am S10 oder S100 steht, das ist der genau gleiche, der hier drin steckt in der Avionik beim Fliegen. Und erst in diesem weiteren Schritt hat man die Flugtests gemacht. Und aus meiner Sicht wäre es völlig unmöglich gewesen, die Effekte, die aufgetreten sind beim Kalman-Filter, herauszufinden, der Flugtest wäre endlos gewesen und wäre auch nicht zu bezahlen gewesen. Also man nimmt dann hier zurück und immer wieder in dieser Schleife wird iteriert und der Algorithmus verglichen, Effekte, kommt wieder ein Testpilot, bringt wieder einen Effekt, den man nicht
richtig verstanden hat und dann muss das Ganze wieder hier geändert werden. Also so ist der Entwurfsprozess. Wichtig ist auch für, warten wir mal schnell. Ja. Ja, jetzt geht's wieder. Also wir werden auch für die Flüge, für die Analyse der Flüge, wir werden das IGC-File erweitern und dann mit den Daten des Windes und des Varios. Das ist in nächster Zukunft geplant, da kann man seine eigenen Flüge analysieren. Es gibt ein zweites Tool, das ist, was ihr gerade gesehen habt, dieses Hawk-Tool. Das benötigt eine sehr hohe Datenrate, kann man auch aufnehmen. Aber dieses Tool wird wahrscheinlich nicht freigegeben werden. Aber man kann es, wenn es wirklich ein interessanter Effekt ist, indem man etwas Forschung macht, dann kann man das mit dem sogenannten CanLog-Tool aufnehmen und dann zu Hause analysieren. So, und jetzt versuche ich mal, ob mir das gelingt. Da habe ich viel Zeit investiert, mir das Kalman-Filter zu erläutern. Und zwar habe ich ein Beispiel genommen, wir stellen uns die Frage, ich habe in meinem Fahrrad ein GPS-Instrument, das, und mit diesem GPS-Instrument möchte ich noch die Geschwindigkeit messen können, ja, oder schätzen können. Und das ist eigentlich eine einfache Sache, kann man sagen. Man nimmt einfach hier unten, ist Ost, West und das ist so eine Bewegung, die von links unten nach rechts oben geht. Ja, nun gut. Es wäre einfach, man könnte einfach sagen, okay, irgendwas hat mein Computer. Ja, nee, man könnte zwei Punkte nehmen hier. Die Differenz der Koordinaten, also hier so viel, das gibt die Geschwindigkeit in dieser Richtung und hier in dieser Y-Richtung. Und das Problem ist gelöst. Das ist unbrauchbar. Warum? Die GPS-Daten sind streuen, wie wir das hier gezeigt haben. Diese GPS-Daten streuen und diese Lösung kann man vergessen. Die geht natürlich nicht. Aber ich möchte jetzt zeigen, dass das Kalman-Filter eben ein pfiffiges Instrument ist oder ein pfiffiger Algorithmus ist, mit dem man das machen kann. So. Also wie funktioniert das Kalman-Filter? Jetzt bitte keine Panik. Wir haben hier die Position, die bezeichnen wir mit R. Ja, die hat zwei Komponenten, eine Ost- und eine West-Komponente. Und wir haben die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist auch ein Vektor, dieser Pfeil hier. Eine Geschwindigkeit in der Richtung und in der Richtung. Und jetzt, das Kalman-Filter ist eine Endlosschleife, also muss ich irgendwo beginnen. Ich beginne hier. Der Index K hier sagt, das ist die Uhr, die tickt. 1, 2, 3, 4, jede Sekunde neuer Wert. Und ich nehme an, das Dach sagt, ich habe irgendwie hier eine gute Vermutung. Schön. Das sind also die Größen. Und ich möchte ja diese Größe hier schätzen, ohne dass ich einen anderen Sensor habe als einen GPS-Sensor. In einem ersten Schritt gucke ich mir nun diesen Teil an. Das ist einfach so, vergessen Sie Matrix, das ist, fischt einfach nur diesen Teil heraus, dieser vier Größen und macht Folgendes. Der zweite Index hier heißt, ich habe bis zum Zeitpunkt K-1 alle Daten verarbeitet. Das ist das Beste, die beste Vermutung oder der beste Schätzwert, den ich habe. Nun bekomme ich aber vom GPS eine neue Messung zum Zeitpunkt K. Ich vergleiche diese neue Messung mit dem alten Schätzwert, dem berechneten Schätzwert. Im Allgemeinen werden die nicht übereinstimmen. Und jetzt kommt das Pfiffige, dann gibt es einen sogenannten Kalman-Gain. Ich gewichte nun diesen Fehler hier
und erzeuge mir nicht nur fürs GPS, für die Position, sondern auch für die Geschwindigkeit mit diesem Faktor hier einen neuen, ein Fehlersignal. Dieses Fehlersignal addiere ich zum alten Wert und bekomme einen neuen Schätzwert. Zum Zeitpunkt K immer noch, aber hier ist der Index erhöht auf K, weil ich nämlich alle Messungen bis zum Zeit K benutzt habe. Man nennt diesen Schritt den Correction or Measurement Update, aus offensichtlichen Gründen. So, und wie geht's weiter? Ich mache nun, basierend auf meiner Modellannahme, eine Wettervorhersage und eine Prädiktion. Ich sage, das System wird sich so weiter entwerfen, modellmäßig. Nämlich die nächste Position, das ist die modellmäßig, ist die alte Position plus Geschwindigkeit mal Delta T. Das ist die einzige Gleichung, die ich mir erlaube hinzuschreiben. Und die neue Geschwindigkeit, die Projektion, ist die alte Geschwindigkeit plus die Beschleunigung mal Delta T. Ich kenne aber Delta T, AK nicht. Ich habe keinen Sensor. Also sage ich einfach, der vorhergesagte Geschwindigkeitswert ist gleich dem alten. Wenn es falsch ist, irgendwie ist meine Bandbreite ein bisschen. Also ich höre dich eigentlich klar und deutlich, passt. Ja, aber ich kann meinen Computer nicht bedienen, das ist das Problem. So. Rechen, ja. Da fehlt es an Rechenleistung. Da habe ich einen neuen Computer gekauft. So, jetzt wird dieser neue Schätzwert wird rückgekoppelt und das ganze Spiel läuft endlos. Das macht das Kalman-Filter. Und hier stecken eigentlich in diesen Erklärungen stecken, das ist übrigens das Resultat. Der geschätzte Vektor des Windes ist dann so also um plus minus um den richtigen die Trajektorie herum und streut ein bisschen. Das macht das Kalman-Filter. Ich fasse zusammen, es hat zwei Schritte. Es misst, aber es muss nicht alle Größen messen, die es schätzt. Das ist das Pfiffige dran. Ich habe keinen Sensor für die Geschwindigkeit gebraucht. B. Ich habe einen zweiten Schritt, wo ich die in die Zukunft projiziere und um das ganze Spiel weiterzutreiben, hat es diese beiden Schritte. Und hier drin steckt, das kann man nur mathematisch herleiten, dieser Korrektur, Kalman-Gain, wie das heißt, der wichtet den Fehler. In diesen Fehler gehen ein die Sensorgenauigkeit, meine Modellgleichungen und so weiter und so fort. Da steckt die ganze Weisheit drin. Das ist das Kalman-Filter. Und wenn man das so macht, kann man das tatsächlich fürs Fahrrad brauchen. Okay, Fragen dazu? Ich hoffe, eine sehr spannende Frage jetzt gerade vom Simon Schröder war, ob man jetzt das Hawk letztendlich auch dazu nutzen könnte, eine extrem genaue Flugzeugpolare zu berechnen, weil man damit quasi das rausmittelt oder rausrechnen kann letztendlich den Einfluss des Interessante Flugzeuges. Interessante Frage. Ich wage sie nicht zu beantworten. Ja? Man müsste schon noch einiges mehr dazu reinstecken. Die Frage ist auch schon gestellt worden. Also ich kann es nicht beantworten. Aber im Prinzip müsste eigentlich ein Teil dazu reingesteckt werden können. Man kann nämlich mit Hawk, werden wir sehen, auch den Angle of Attack berechnen. Den benutzen wir auch. Also wahrscheinlich geht's, aber da müsste man nicht direkt schon noch einiges an Arbeit reinstecken. Das wäre dann ein Projekt für die AK-Fleet, dass es sich auch Vermessungsflüge sparen kann und das dann nur noch am Rechner macht. Nicht nur, nee, muss ich schon noch messen, aber... ohne Vergleichsflüge. Ja, genau. Also das ist ein interessantes Problem. Und ja, ich fliege in der Ackerfliege. Ich bin ja, wie das so charmant heißt, alter Sack in der Ackerfliege in Aachen, in der FAA. Ja. Ja. Und ja. Gut. Und wenn ich jetzt das Ganze zusammenfassen darf, man kann also das Kalman-Filter auch als Eintopf betrachten. Ich denke, das bleibt mehr als die Gleichung. Und zwar folgendermaßen, wenn ich so einen Eintopf habe, dann können alle Gewürze, die ich hier reinmische oder reingebe, die müssen
die können perfekt in Balance sein, aber irgendein Koch schmeißt mir zu viel Salz rein und dann kann ich den ganzen Eintopf wegwerfen. Die Analogie zu den Sehensoren ist, wenn ich einen Magnetsensor nehme, dann ist die ganze Messung falsch und es funktioniert nicht, wenn er störanfällig ist. Es gibt eine andere nette Geschichte noch dazu. Was passiert, Analogie dazu, was passiert eigentlich, wenn ich ein zu großes Feuer verwende, dann ist der Eintopf auch im Eimer, funktioniert nicht. Und da gibt es eine nette Geschichte. Da war ein englischer Pilot, der mit Hawk fliegt, der hat zurückgeschrieben, also er wüsste nicht warum, aber die letzten paar Male hätte Hawk überhaupt völligen Unsinn produziert oder völlig falsch, sagen die Engländer viel, viel, viel höflicher, da gibt es andere Kulturkreise, und hat dann gefragt, what could be the reason? Er war schwer gegrübelt und dann irgendwann mal kam jemand auf die Idee, wir gucken mal die Beschleunigungssensoren an. Da war Folgendes. Der hatte die nette Angewohnheit, dass er den Hawk gestartet hat, Haube auf, und ist da reingesetzt und hatte die Haube auf den Rahmen knallen lassen. Das hat 100 G gegeben auf die Beschleunigungssensoren. Und der Effekt ist, dann funktioniert Hawk nicht mehr. Das ist wie wenn man mit Klappenstellung L 200 Kilometer fliegt, dann fliegen die Klappen weg. Also das mag er nicht. Und wenn das passiert, wenn Hawk einmal falsch ist, das ist ein nichtlinearer Kreis, dann muss man ihn neu starten, dann funktioniert er nicht. Aber hat man rausgefunden, war ganz amüsant. Er macht die Haube jetzt ein bisschen sanft dazu. Ist vielleicht auch für den Flieger gut. So. Wieso diese Taste? Experimental Results. Jetzt kommen wir zum Hauptteil und jetzt zu den experimentellen Resultaten. Ich versuche jetzt das mal. Blöder Rechner. So, mit experimentellen Resultaten. Es kam noch eine ziemlich spannende Zwischenfrage. Ja. Inwiefern das Ganze dann auch bei Wölbeklappenflugzeugen funktioniert und wie da dann eben so eine 3D-Böe letztendlich aussieht, wenn man genau in dem Moment umwölbt, weil da ändert sich ja quasi die Flugeigenschaft auch nochmal beträchtlich. Also die Feinheiten, die sind nicht im aerodynamischen Modell berücksichtigt. Es ist eine Mittelwertpolare, wird berücksichtigt. Und wie war die Frage, wenn man umwölbt? Wenn man umwölbt, während man durch zum Beispiel so eine horizontale Böe oder so fliegt, dann ja, ob das der Algorithmus abdeckt? Teils. Wenn man ja die Wölbklappen umwölbt, dann ist man bei einer tieferen Geschwindigkeit. Dann ist man bei der Polare in einem Bereich, wo das Sinken klein ist. Da spielt es keine große Rolle, ob die Wölbklappen umgewölbt werden. Okay, genau. Dazu vielleicht, wir haben es ja alles mit Wölbklappen geflogen. Deine Polare, die da drin ist, das ist ja letztendlich die einhüllende Polare. Das heißt, ja, das Optimum deiner Wölbklappen. Solange du also wölbst bei den richtigen Geschwindigkeiten, ist die Polare, die ja hinterlegt ist, korrekt. Wenn du natürlich bei 200 auf L wölbst, dann bringst du das System natürlich auch an die Wand. Also dann kann es nicht richtig funktionieren. Ja. Genau. Okay, und damit muss das System dann letztendlich auch die Wölbklappenstellung nicht kennen, weil es einfach annimmt, dass es die Wölbklappenstellung entsprechend seiner Polare gerade gerastet ist, die am effektivsten eben ist. Voll korrekt, ja. Genau. Okay, super. Okay, jetzt gehen wir mal zum Wind. Ich möchte jetzt den vertikalen Wind später diskutieren, also das Vario, und zuerst mit dem horizontalen Wind beginnen. Hier ist Ullmann hat Hawk auch getestet und fliegt damit. Und es ist ganz interessant, mal zu sehen, was er dazu sagt. Und ich erkläre mal, was hier steht. Hier ist die Höhe. Hier ist das nette Vario, gut, das ist wenig interessant, Horizont. Und hier wieder der Wind. Und warum ich diese Folie zeige und die nächsten ist, das Gradientenfeld, das Grobe, ist völlig irreführend, wenn man in Bergen fliegt.
ist der lokale Wind völlig anders als dieses Mittelwertfeld. Und das kann zu sehr schweren Unfällen führen. Drum mal sehen, wie so ein Echtzeitwind funktioniert. Lassen wir ihn mal laufen. Und für die Anfänger, die hat es natürlich heute nicht dabei, ist, wenn ein Könner, ein Ausnahmekönner wie der Ullmann in seinem Hausberg achten fliegt, dann wird das einen guten Grund haben, dass man nicht gegen den Hang fliegen soll. Man sieht, der Wind, der lokale Wind hier, den er mühsam, wie er schreibt, ein bisschen nach oben treibt. Bitte links netto angucken. Das ist netto, da müsste man das Sinken noch wegzählen, könnte ich machen, aber das ist jetzt das Luftmassensteigen. Man sieht, der Wind ändert eben lokal auch. Das ist banal, aber darum haben wir das Ganze ja auch gemacht. Ich mache kurz hier eine Lesepause. Klaus sagt das sehr viel prägnanter als ich. Wie gesagt, wir haben heute wie in Formel 1 ein Konstrukteurenteam dabei. Ich vertrete das, aber ich sage nicht den Leuten, wie sie im Kreis herumfahren sollen. Aber wenn er das hier kommentiert, finde ich das schon interessant. Das ist der erste Wind, also einfach Demonstration, der lokale Wind. Das ist eigentlich eines meiner Lieblingsbilder und auch von Klaus Ullmann geflogen. Wer in Südfrankreich in Serre fliegt, der weiß, wenn man nach Hause kommt, von der Durance hier ist Serre und man hat eine Nordwestwindlage, ja, dann hat man einen sehr schönen, aber unerwünschten Effekt, wenn man nicht weiß, landet man hier auf dem Acker. Das passiert folgende. Hier ist der Wind, das sind Windfahnen. Der Wind hier ist hier sehr schwach. Man denkt, gut, das reicht längst nach Hause. Der Wind ändert. Er wird sehr viel stärker und muss man schon auf der richtigen Kante sein und nimmt dann wieder ab. Also zwischen der Badewanne und Crête de Sel hier, diese beiden Hügel, hat man dieses Windphänomen. Das ist nichts anderes als eine Venturi-Düse. Fantastisch schön zu sehen. Auch wieder hier mal Lesepause, was der Klaus sagt. Also diese ganzen Darstellungen sind eben auch wichtig, wenn man seine Flüge planen und analysieren will. Das ist nicht nur während des Fluges, sondern wie er auch schreibt, anschließend gewisse Phänomene verstehen, die man geflogen hat. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Ich mag das sehr, mal zu sehen, wie hier diese Düse funktioniert. Ich würde mich mal kurz an der Stelle nochmal einhaken und schon ein paar Fragen aus dem Chat stellen, nicht, dass es dann irgendwann eine ganz lange Liste wird. Eine interessante Sache war jetzt gerade vor uns bei der Erläuterung mit dem Engländer, dass da quasi eine Erschütterung vor dem Start gab und damit der Kardanfilter letztendlich mal außerhalb seines Bereichs letztendlich gelaufen ist. Jetzt kam halt hier die spannende Frage, im Startlauf hat man ja letztendlich auch manchmal Erschütterungen, wenn man da einen G-Messer zum Beispiel im Flieger eingebaut hat, dann sieht man es auch manchmal, dass der im Startlauf durch ein Bodenloch irgendwo bei 4G oder so hängen geblieben ist. Ist das A kritisch für das Hawk-System, dass es im Startlauf letztendlich auch mal zu einer härteren Erschütterung kommen kann? Und dann ist eben auch zweitens die Frage, wenn das System halt einmal irgendwie sich aufgehangen hat, quasi, kann das im Flug nochmal neu gestartet werden oder ist dafür ein stehendes Flugzeug notwendig? Sehr gute Frage, nein. Also die erste Frage kann passieren und auch beim Motorstart, Eigenstarten kann es sein, dass der Sensor aus seinem gültigen Bereich betrieben wird. Wieder Analogie, das ist wie mit Wölbklappen L200 fliegen die Wölbklappen weg. Wenn er außer Tritt gefahren ist, kann man ihm die Frage konkret beantworten, ja, in der Luft starten. Das ist so eingebaut, dass der Algorithmus, wenn er irgendwann mal in einen solchen nichtlinearen Bereich kommt, kann man ihn oben starten. In der Luft starten, nicht oben, ja, ist auch oben, ja. Ja, genau. Aber das muss man dann als Pilot physisch selbst machen oder erkennt das der Algorithmus selbst, dass er sich jetzt nochmal neu starten muss?
Wir arbeiten an einem Indikator, also er muss es eigentlich selber merken, sagen wir mal ganz ehrlich, er muss es selber merken. Aber es gibt jetzt einen Algorithmus, der ist so eingebaut, dass ein Algorithmus, der oben detektiert, also während des Starts, wird Hawk disabled. Und oben, genau wie das beim im OLC drin ist oder in IGC-Files, wenn der Segelflugbeginn beginnt, gibt es ja einen Detektionsalgorithmus, der dann bestimmt jetzt beginnt. Der wird auch oben detektiert, ist das nur der Zeitpunkt, und dann wird Hawk gestartet, um eben diese Dinge auszuschließen. Weil ich jetzt auch sagen muss, also die 200 Stunden, wo ich jetzt mit Hawk geflogen bin, hatte ich noch nie ein Problem, dass es sich aufgehangen hat oder bei einem Start mal Probleme hatte oder so. Da war eher dann das Gerät, auf dem es gelaufen ist, mal irgendwie ein bisschen buggy. Und dann hat man es mal neu gestartet. Okay, genau. Also ja, gut. Wir konnten es tatsächlich sehen beim Eigenstart. Da ist es manchmal schon auf seltsame Werte gelaufen. Mhm. Aber das hast du dann einfach, entweder man hat sich gleich am Riemen gerissen, hat einen Vormstart abgeschaltet. Der Algorithmus kommt erst ein bisschen später. Der ist jetzt in der aktuellen Testversion noch nicht mit drin. Also muss man da von Hand dran. Das ist ja auch kein Thema. Kurz ausschalten, Stück fliegen, wieder einschalten. Genau, das muss man dann halt vor allen Dingen wissen. Aber das ist ja spannend, dass man das jetzt den Hintergrund da mal kennengelernt hat. Genau, dann ist noch eine weitere Frage, die muss ich dann tatsächlich schon vorlesen. Unterliegt der Hawk-Berechnung einem Schooner-Loop aufgrund einem eventuellen Drift der Beschleunigungswerte oder gilt das nur für konventionelle Kreiselplattformen? Ich glaube nicht, dass ich die Frage verstanden habe. Kannst du die nochmal wiederholen, auch akustisch? Ich versuche sie auch inhaltlich zu verstehen. Was war? Bitte wiederholen nochmal. Unterliegt die Hawk-Berechnung einem Schooner-Loop aufgrund einem eventuellen Drift der Beschleunigungswerte oder gilt das nur für konventionelle Kreiselplattformen? Da hat vielleicht der Markus, du liest ja den, mir ist es tatsächlich, mir sagen jetzt dieses Schooner-Loop, sagt mir tatsächlich auch nichts, vielleicht liest also der Markus. Also mir sagt das nichts, ich kann das leider nicht beantworten. Vielleicht liest Markus Full den Chat ja auch mit und kann das vielleicht nochmal ins Physikalische übersetzen, dann hat er vielleicht mehr Hintergrundwissen. An der Stelle muss ich passen, aber ich gebe auch noch den Ratehinweis, es soll heißen, variiert die Genauigkeit während des Flugs oder lässt mit der Zeit nach. Also da kann ich auf jeden Fall sagen, auch nach 10 Stunden funktioniert es immer noch so wie vorher. Ja. So ist es. Hawk wird nicht müde, nur die Piloten. Okay, super. Okay, gut, das ist auch etwas, was mir sehr gut gefallen hat. Und da wieder ein Ullmann-Flug. Und wenn Sie es sehen, das ist der Flug, der vor ungefähr, im Jahr 20 war der von Serre in die Pyrenäen und zurück. Und es ist ein Wahnsinnsflug, wenn man das mal anguckt. Höhe hier. Hier ist wieder das Nettavarier, künstlicher Horizont, Geschwindigkeit. Aber man soll, bitte guckt mal den Wind an. Ja? Also wenn man den Flug nachfliegen will, meinte Klaus, da müsste man sehr viel vorher trainieren, von Ecke zu Ecke, das könnte gefährlich werden. 122 Kilometer, dieser Wind ist nun sehr, sehr glatt. Da könnte man konventionelle Windmessung machen. Aber der war nur auf diesem Segment sehr glatt. 126 Kilometer. Die Nase zeigt nach oben und der Wind nach unten ist nicht maßstäblich. Aber es ist faszinierend zu sehen. Das ist wieder einer dieser Ullmann-Flüge. Sehr schön stabil der Wind. Also hier hat es eine homogene Schichten gehabt. Ich habe mir das mal auf SkySide geguckt. Faszinierend, wenn man das Windfeld ansieht. Okay. So, und dann die berechtigte Frage ist auch immer die, wie plausibel sind die Resultate? Wir fliegen alle nach Seat of Pant. Das heißt, wir haben ein Gefühl und das Gefühl kann täuschen. Und dann die Frage, ist das Resultat plausibel, ist die höflichere Frage, die häufig gehört ist, und das ist alles Mist, aber es ist nicht alles Mist. Und hier möchte ich mal zeigen, das ist eines der wenigen Beispiele, wo man es belegen kann, dass ein unplausibles Resultat richtig ist. Hier
geht der Track hier, ist 168 Grad. Sieht man meinen Wimp, sieht man meinen Pfeil? Ja, sieht man. Dann die Geschwindigkeit, V Ground, wo haben wir denn das? Ground Speed, GS. Hier Ground Speed, die ist gegeben. Wir haben die Indicated Airspeed hier, alles LX 9000 Werte. Die kann ich umrechnen auf Indicated Airspeed auf True Airspeed mit der Höhe. Und damit, ja, das sind mal die drei Angaben, bitte sich merken. Auf der linken Seite habe ich den, oder hier ist der klassische Wert, den der Pilot der Meinung war, das ist plausibel und was Hawk zeigt, ist unplausibel. Hier 255 Grad, 10 Knoten, meint er, das sei plausibel. Was Hawk gezeigt hätte, würde er nicht glauben. Nämlich aus 270 Grad, 40 Kilometer. Das sind eklatante Unterschiede, nicht einfach ein bisschen. Und die können zu üblen Unfällen führen, wenn man in den Bergen fliegt und mal unter die Krete gerät. Da muss man schon ein vertrauenswürdiges Instrument haben. So, jetzt gucken wir mal, wie kann man das verifizieren. Hier. Das ist V-Ground und das sind die beiden Größen, die ich gerade genannt habe. Hier, True Airspeed, ist das, was ich umgerechnet habe, aus dem Indicated Airspeed. Und hier ist der Wert von Hawk mit den 40 Kilometern. Und das geht sehr genau auf. Und wenn man es mit dem Wert macht, geht es sehr genau nicht auf. Das heißt, hier gilt das schöne Wort von Lenin, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Oder hier, also Glauben ist gut, aber Messen ist besser. Also vorsichtig mit Resultate verwerfen. Ich würde sagen, wenn entweder liefert Hawk im statistischen Rahmen korrekte Resultate oder ist außer Tritt gefallen. Und dann ist es total garbage. Aber sonst würde ich an den Resultaten vertrauen. Wie gesagt, sonst gäbe es auch keine Mondlandung gegeben. So viel zur Plausibilität. Dann zum nächsten Schritt oder den anderen Aspekt von Hawk anzusehen. Das ist die Burst-Unempfindlichkeit. Hier, das sind wieder Daten aus dem mit 100 Hertz aufgenommen. Und hier ist ein typischer Burst. Man sieht hier, was wir brauchen ist, die True Airspeed ist relativ schnell. Ja, geht so. Und hier ändert sich die Geschwindigkeit in einem kurzen Bereich, in einem kurzen Intervall und auch die Richtung, das Wind Direction und das ist der horizontale Wind im Meter pro Sekunde. Wenn man eine approximative Rechnung macht mit den Tech-Varios, dann setzt sich diese horizontale Energieänderung um in Steigen oder Sinken proportional zur Geschwindigkeit und zur Änderungsgeschwindigkeit. Ja? Und das möchte ich hier demonstrieren. Jetzt bitte nur auf die beiden Zeiger gucken. Das ist, was jetzt kommt. Dieser Film hier passt genau zu dem, was ich vorher gezeigt habe, zu diesem Bild. Jetzt lassen wir ihn mal laufen. Hier ist Tech-Nadel. Hier ist Hawk-Nadel. Nur diese beiden Dinge. Und ich behaupte, und jetzt gucken wir mal, wie sich die beiden Varios verhalten. Hier sind sie sich noch einig. Und hier läuft das Tech-Vario in eine Burst. Und das zeigt dieses üble Steigen. Das ist, was ich genannt habe mit False Probability for False Alarm. Und das ist, würde ich meinen, eines der absolut hervorragenden oder herausragenden Ergebnisse des Hawk-Varios ist, gerade wenn ich schnell geradeaus fliege, es ignoriert die Böen. Lass es nochmal laufen. Und das beruht eben darauf, dass man den dreidimensionalen Windvektor rechnet. Weg, geht er weg.
Und ich denke, wenn man diese Information verarbeiten kann, dann kann man viel Zeit sparen, weil man nicht einkurbelt in einem Bad, wo kein Bad ist. Okay. Die zweite interessante oder die zweite Kenngröße, die ich genannt habe, die ist die Probability of Detection, also die erkennt der den Bart, wenn einer da ist. Ergibt, und das kann man jetzt nicht mathematisch beweisen, aber offensichtlich ist es so, ergibt eine Vorwarnung. Was ich hier aufgezeichnet habe, ist Höhe, Airspeed, aber bitte nur auf diese beiden Skalen gucken. Hier Luftmassensteigen berechnet von Hawk und hier ist es, geschätzt von Hawk, also als primäre Größe und hier vom TechVario. Das ist hochgerechnet aus dem Steigen. Nun sieht man hier bis zum Zeitpunkt 885 sind sich die beiden ungefähr ziemlich einig über die Messung, auch nicht erstaunlich. Hier ist auch keine große Turbulenz im horizontalen Bereich. Na, dann beginnt es aber. Dann stellt Hawk von hier an bis ungefähr 5 Sekunden Vorwarnzeit fest, dass das Thermik vorhanden ist. Zum Zeitpunkt 890, hier hat sich der Pilot entschieden, ich drehe ein. Hier ist der Rollwinkel und hier sind die Gehbelastungen. Das sind 5 Sekunden Vorwarnzeit, denn das Netto-Take hier hat hier immer noch 0 gezeigt und beginnt hier dann zu steigen. Das ist die zweite Eigenschaft, die mir bemerkenswert bei diesem Algorithmus erscheint. Ich würde mich noch mal kurz mit einer Frage dazu dem Algorithmus mit einklinken. Ja. Ich selber habe auch noch nicht komplett verstanden, aber vielleicht im Kontext geht das vielleicht, ob der Algorithmus mit einer festen oder einer weichen Echtzeit definiert ist oder es dafür ein vorgeschriebenes Reaktionsfenster gibt. Nein, der Algorithmus ist, ich versuche es so zu beantworten, wenn ich die Frage richtig interpretiere. Es geht die Dynamik ein der wahrscheinlichen, vielleicht ist das keine gute Erklärung. Nein, es gibt kein, es wird nicht, vielleicht ist die Frage so zu verstehen, gibt es ein Zeitfenster und die rechnet er, die braucht er und dann erst reagiert er. So eine Art wie ein gleitendes Fenster. Nein, tut er nicht. Der läuft nach. Das, wie ich versucht habe zu zeigen beim Fahrrad, der läuft nach, der gibt kein Fenster. Die Reaktionszeit, die hängt von vielen Faktoren ab in diesem Kalman-Gen drin. Okay, genau, ja, ich denke, dass vielleicht, wenn das noch eine Frage hat, würde ich vielleicht nochmal stellen, aber das ist ja erstmal schon meine Antwort. Okay. Und wo ist jetzt? Ah ja, jetzt gucken wir uns mal die Detektionswahrscheinlichkeit an. Immer das Bild vorher korrespondiert mit dem Video. Und jetzt gucken wir uns mal an. Jetzt bitte auf die Zeiger gucken, links aufs Vario. Hier Hawk geht weg, zeigt dann, es kommt. Und irgendwann mal folgt das TechVario. Natürlich muss man sich umgewöhnen. Das ist Information und Hawk ist ein Tool. Aber mit unendlich viel oder mit viel Information, die man lernen muss, optimal zu nutzen. Also hier ist die Detektionswahrscheinlichkeit gezeigt mit der Vorlaufzeit. Ja, wir kommen, jetzt kommt etwas, das ist ganz am Anfang angeschnitten worden und das ist eine sehr interessante Frage, ist folgende. Ändert sich, oder wenn ich es mal vielleicht jetzt versuche nachzuvollziehen, ändert sich, die eine Frage war, die ändert sich das Verhalten des Algorithmus oder berücksichtigt der Algorithmus, dass sich die Wölbklappen ändern oder die Dynamik des Flugzeuges ändern und so weiter. Ja, tut's. Und zwar folgendes. Die meisten Piloten fliegen, hier ist der Sideslip. Was ich hier aufgezeichnet habe, ist Kurbeln nach rechts rum,
Und hier, dieses Wetter, das ist der Faden. Hier wäre ja der Faden. Und die meisten Piloten kurbeln ja, also aus den vielen Flügen, die wir analysiert haben, die meisten kurbeln ein bisschen Faden nach außen. Ja? Und ja, und es gibt aber ein oder zwei Piloten, haben wir jetzt herausgefunden, einen haben wir bekehrt, die sind geflogen mit dem sehr großen Schiebewinkel hier. Ja, es mag sein, dass der Flieger dann besser drin liegt im Bad, aber definitiv steigt er schlechter. Und zwar berücksichtigt der Algorithmus das automatisch so. Wenn wir hier einen Schiebewinkel haben, dann haben wir eine Kraft hier, Fp. Ja, hier. Die hat eine Komponente nach links und eine Komponente in Flugrichtung. Die Komponente hier, die erzeugt ein stärkeres, generell, einfach wenn ich mehr Luftwiderstand habe, gibt das mehr Widerstand und die erzeugt eine Komponente hier. Wiederum erzeugt eine Vertikalkomponente nach unten. Das heißt, der Flieger, glaube ich, einfach zu verstehen, säuft einfach oder steigt nicht so gut. Und der zweite Effekt, der auch in den aerodynamischen Modellen, das wird berücksichtigt. Und auch, dass es einen Drag gibt, also in die Richtung, das wird auch in der Polare berücksichtigt. Also es sind recht komplexe aerodynamische Modelle, die das berücksichtigen. Kurze Zwischenfrage, ist das klar, was ich damit ausdrücken will? Zusammenfassung, wenn ich mit einem Schiebewinkel schiebe, der sehr groß ist, 12, 15 Grad, dann erzeugt das ein sehr viel stärkeres Sinken, als das im Idealfall der Fall wäre. Das ist die Kernaussage. Und das äußert sich folgendermaßen. Gute Frage, warum eigentlich? Mein? Ja. Jetzt müssen wir uns dann erinnern, was macht eigentlich das Winddreieck? Das Winddreieck wird schön langsam. Hier ist das Luftmassen steigen. Ja? Der Wind. Wind plus True Airspeed, das ist die Sinkgeschwindigkeit, gleich die Grundgeschwindigkeit, V Ground. Das war ganz schön langsam. So, also das ist nichts anderes als Winddreieck. Das TechVario zeigt das an. Das ist die primäre Quelle für das TechVario. Das HawkVario rechnet und zeigt eine größere Sinkrate als das die Polare vorgibt. Die Polare, das sind idealisierte Größen und die Polare, die ich hier wegzähle, die zeigt ein viel kleineres Sinken oder ein kleineres Sinken an, je nachdem, als das, was Hawk rechnet. Ausgegeben wird nun dieser Wert hier. Und jetzt muss man das nur richtig erklären. Dieser Wert ist größer als der wahre Wert des Steigens. Und ich habe das meinen Amerikanern gelernt, dass ich da gearbeitet habe. It's a feature, it's not a bug. Das heißt, das Hawk-Vario zeigt das potenzielle Steigen an. Sobald der Pilot hier seinen Winkel ändert auf eine anständige Größe, wird die Sinkrate kleiner aus dem Dreieck. Sie nähert sich dem idealen Sinken der Polare an, der Kreisflugpolare, und dann stimmen die überein. Oder man kann es so sagen. Hawk zeigt das potenzielle Steigen. Das TechVario zeigt, nehmen wir mal an, das sei das idealerweise richtig, zeigt das Steigen an. Und das ist ein Unterschied. Und nun, dass nur größte Segelflieger gibt, die alle richtig kurbeln, nenne ich das psychologischerweise hier das Potenzial. Also Hawk zeigt das potenzielle Steigen. Sobald man hier den Schiebewinkel verkleinert, geht der Pfeil hier ein bisschen nach oben, die geht nach unten und die werden sich im Idealfall treffen. Das ist das, wie sich das Vario verhält. It's a feature, it's not a bug. Und wie man das praktisch misst, ich habe zum Beispiel einfach einen Flieger, Average Vario,
Tech und Average Wario Hawk und ich gucke mir die an und ich fliege sowieso mit dem Faden mit der 25 relativ zentriert. Also wenn man da mit, sagen wir so, Anführungszeichen kleineren Werten wie die meisten fliegt, dann ist das kein Effekt. Aber sonst ist er einer. Und ich zeige das mal hier. Es geht nichts über ein Experiment. Und zwar haben wir da Folgendes gemacht, um das zu verifizieren. Das hat der Michael geflogen. Hier aus dem gleichen Bart haben wir einen Schiebewinkel genommen von 2,7 Grad in diesem Zeitintervall drin. Die Steigrate des Fliegers ist, jetzt kann ich wieder, nee, ich mache, die Steigrate des Fliegers ist 1,4 Meter. Jetzt will ich nur bitte nur diese beiden Zahlen vergleichen. Die Sinkrate von Hawk im Dreieck ist 1 Meter. Aus der Kreisflugpolare auch 1 Meter. Und die beiden, die Werte, die stimmen überein, das Tech und der Hawk. Das sieht ganz anders aus. Wenn man nun 12 Grad, das ist das Segment hier, wenn man mit 12 Grad Schiebewinkel, also einen halben Slip fliegt, dann ist das die Sinkrate von Hawk 2,9 Meter verglichen mit 1,1 Meter. Das heißt, eine Differenz, enormes Potenzial, wie gesagt, potenzielle Steigrate 1,8 Meter und das sieht man und das merkt man auch. Wenn man nun Folgendes macht, man geht in einem kleineren Winkel, Schiebewinkel, 6,2 Grad, das ist immer noch sehr groß, die wenigsten fliegen den, dann sieht man den Effekt, den ich genau gepredigt habe. Erstens geht die Sinkrate von Hawk zurück. Kreisflugpolare ist immer noch die gleiche, plus minus. Und das Steigen, das wahre Steigen, wird größer. Das heißt, die rote Nadel geht nach oben und die blaue nähert sich. Also diesen Effekt kann man hier sehr schön beobachten. Und wenn man praktisch damit fliegt, muss man sich dessen bewusst sein. Die blaue Nadel zeigt das potenzielle Steigen an. Da muss man im Kopf haben. Nicht, dass man denkt, das ist ja ganz fantastisch, was der anzeigt. Gut. Ich würde mich noch mal kurz mit zwei Fragen noch mal rein. Ja, gern, bitte. Die sicherlich passen. Also das erste ist jetzt, wir haben jetzt hier gesehen, dass der Schiebewinkel vom Flugzeug letztendlich berücksichtigt wird und auch eben die Verschlechterung der Polare durch den Schiebewinkel letztendlich berücksichtigt wird. Ja. Aber solche Sachen wie falsche Klappenstellung, Mücken und das Fahrwerk zum Beispiel noch ausgefahren, das wird dann letztendlich nicht berücksichtigt. Da wird einfach erstmal angenommen, dass das Flugzeug entsprechend seine Polare fliegt. Nicht ganz, fast. Die Sinkrate hier, die berücksichtigt das indirekt. Er sinkt einfach mehr. Sonst stimmt das. Er hat hier das Steigen das wahre Steigen. Ja. Er muss hier sein Dreieck in Ordnung bringen und erzeugt dann einfach eine größere Sinkrate. Eine größere, ja, Sinkrate. Ja. Indirekt, ja. Aber das System weiß ja nicht, dass eben das Fahrwerk zum Beispiel ausgefahren ist oder dass die Bremsklappen entriegelt sind. Und damit müsste ja ein Fehler letztendlich dadurch entstehen. Er rechnet da, ja, ich glaube nicht, er rechnet hier indirekt aus. Wenn er also gegeben sei ein Steigen von 2 Meter, ja? Ja. Und wenn er nun alle diese Effekte vorhanden sind, dann säuft er mit 1,5 Meter. Das heißt, das wahre Steigen ist nur noch 0,5 Meter. Das berücksichtigt er schon. Ja. Ohne, dass ich das... Genau, also das tatsächliche Steigen, was ich dann tatsächlich steige, das wird mir logischerweise angezeigt, aber dass ich eigentlich diese Verschlechterung habe, weil ich das Fahrwerk ausgefahren habe oder die Klappen entriegelt, das kriegt der Algorithmus nicht raus. Nicht der Grund, nicht den Grund dafür findet er. Genau. Er berücksichtigt, das ist völlig richtig. Genau. Das findet übrigens auch das Tech-Vario nicht raus. Aber dann könnte man ja mit dem Algorithmus dann relativ zügig sagen, Achtung, irgendwas ist mit deinem Flugzeug verglichen zur Polare komisch. Möglich, ja.
Und dann könnte man eigentlich sagen, check zum Beispiel dein Fahrwerk oder check die Bremsklappen. Also irgendwas, du hast einen halben Meter Sinken mehr, als du eigentlich physikalisch gerade haben dürftest, so nach dem Motto. Das im Prinzip ist die Überlegung richtig, ja. Das müsste man dann relativ gut rausbekommen, genau. Ja. Und dann noch eine andere Frage. Letztendlich kann man ja dann, wenn der Algorithmus so gut funktioniert, letztendlich eigentlich damit irgendwann beginnen, die Tech-Düse von Flugzeugen komplett wegzulassen und komplett durch den Algorithmus zu ersetzen. Im Prinzip ist das richtig, ja. Wenn man also elektronisch kompensiert, dann kann man sich das überlegen, ja. Es gibt Flugzeughersteller, die darüber nachgrübeln. Ja, genau. Okay, genau. Danke. Beziehungsweise es war ja auch vor Hawk schon so, dass wenn du einfach dein Vario statisch, also elektronisch kompensiert hast, mit zweimal Statikport dran, dann war es ja genauso. Also wichtig ist halt nur, dass du logischerweise nicht die Totaldruckabnahme über die Düse hast, sondern vorne über die Nase, sonst funktioniert es halt nicht mehr. Absolut ja. Richtig. Ja. Es ist halt aber es ist halt natürlich so, auch ein statisch kompensiertes Vario ist ein klassisches Vario, das eindimensional misst. Genau. Das ist nichts anderes als eine TEK-Düse, nur ein anderes Abnahmeverfahren. Also es ist anders als Hawk. Natürlich, ja, das ist so, ja. Ob man das ausschließlich macht, das für die Zukunft zeigen, ich würde es gar nicht beantworten können. Ja. Im Moment. Ich denke, das ist auch eine Frage von jedem individuell, wie er es haben will. Also ob er zum Beispiel noch ein autarkes Backup-System an der Stelle haben will, um halt das Thema Redundanz zu haben oder einfach keinen Bock auf die Düse hat, weil er sagt, er macht jedes dritte Mal kaputt. Also, genau. Das ist richtig, ja. Da muss man sich das vielleicht einfach noch ein Stück weit etablieren lassen und entwickeln lassen, bis man dann richtig vertrauen, dass man sagt, okay, man will kein sekundäres System, sondern man vertraut dann komplett darauf. Das wird da vielleicht auch die Zeit mit sich bringen. Ja, also wichtig ist mir nur zu erwähnen, it's a feature, it's not a bug. Und das ist eigentlich sehr schön. Wir haben da schwer gegrübelt, weil wir das auch nicht verstanden haben. Ja? Dann haben wir alles nochmal in der Aerodynamik nachgerechnet und waren der Meinung, es muss stimmen. Sind wir es messen gegangen, stimmt. Vielleicht Heiner an der Stelle auch nochmal, wir haben auch gerade nochmal eine Frage, also wir hatten es auch vorhin ja schon mal Richtung Kompass-Input, ob wir den brauchen, und es gibt auch nochmal die Frage, ist für die Schiebewinkelerkennung eben kein Kompass-Modul nötig oder Kompass-Input? Vielleicht magst du da nochmal zwei Sätze sagen, gern. Warum das so ist. Also dass er kein Kompass-Modul braucht, hat damit zu tun, dass ich zwei Dreiecke hintereinander angucke, und wenn ich ein Kompass-Modul hätte, es bringt keine zusätzliche Genauigkeit. Angenommen, ich hätte ein Kompassmodul, ist der Algorithmus erstaunlicherweise ist so, dass er mit der Zusatzinformation ganz wenig anfangen kann. Braucht er nicht. Also selbst wenn ich es hätte, ich habe es nicht. Ja. Ich denke, ansonsten die anderen Fragen bezüglich Installation, Verschlaufung quasi. Ja, das ist mehr quasi. Produkt, das soll der Michael dann morgen, wie gesagt, das ist ja eine Diskussion des Algorithmus, vielen Dank, Markus, aber ich denke, die Frage möchte ich ausblenden, weil das... Genau, beziehungsweise geht auch so ein bisschen in die Richtung, wie gut muss die Verschlauchung sein, also gar nicht auf Produkt, das können wir dann vielleicht einfach gesammelt später besprechen. Aber es ist richtig, also wenn die Verschlauchung schlecht ist, das kann ich noch sagen, da ist er empfindlich drauf. Was nicht modelliert ist, das mag er nicht. Okay. Und hier noch, wir haben nur einen einzigen Parameter, das ist diesen Sigwind, erinnert ihr euch, in dieses Delta D. Wir haben mal verglichen, hier auch ein Flug, es wird immer die Daten gegeben, hier jemand, der sehr gut fliegt und sehr steil fliegt, 50 Grad, der fliegt hier mit dem mittleren Schiebewinkel von 1,8 Grad. Den kann man sich übrigens darstellen lassen in einer Navbox nebenbei. So, wir haben hier die wahre Steigraten 1,6 Meter, die polare Sinkrate ist 1,2 Meter von der polare. Und damit haben wir mal gespielt mit diesem Parameter, auf den ich aber noch, und das ist der Schluss des Vortrags, genauer reingehen will. Erstaunlicherweise ist das, ist die Wahl, wie turbulent ist die Luftmasse, ziemlich unempfindlich. Die meisten Piloten fliegen mit 0,11. Ja? Und in dem Fall zeigt sich Netto Hawk minus Sinkrate Hawk. Ja, müsste hier den Voiser
wegzählen und das gibt dann diese 1,6 Meter. Ja, hier, Circular Polar. Also er rechnet Circular Polar, 2,9 ist ein bisschen aufgerundet, 1,6. Das ist aber eine willkürliche, oder einfach ein Beispiel. Letzter Teil noch. Ah ja, das muss ich auch noch sagen. Auch wenn die beiden Varios, hätte ich fast vergessen, wenn die beiden Varios im Mittel gleich zeigen, dann ist der zeitliche Verlauf hier über einen, das ist ein Kreis, der ist unterschiedlich. Hier das Maximum, Variotech, das Tech, hier von EKF, die sind an unterschiedlichen Stellen. Sie sehen ähnlich aus, aber nicht mehr. Und deshalb ist es, viele Piloten oder die Testpiloten, gibt einige, die damit fliegen und sagen, ich fliege mit dem, auch weil es mir die Bursts auch im Kreis drin, beim ruppigen Wind aus, sagen wir, eliminiert. Das ist wichtig, wenn man diese Kreishilfe, weißen die schon wieder, Thermal Assistant braucht. Der Pieps kommt an einem anderen Zeitpunkt. Muss man also umschalten. Ja. Eine weitere Frage kam jetzt noch, was man dann an Informationen daraus lesen kann. Und zwar, ob man mithilfe dieser Schiebewinkelmessung letztendlich auch den das True Heading letztendlich rausbekommt. Also letztendlich, wenn man dann nochmal eine Variationsdatenbank dann dahinter legt, dass man letztendlich sich damit den Magnetkompass mit diesem System einfach eigentlich ersetzen könnte über eine Software. Weil ich ja mithilfe des Schiebewinkels eigentlich das rausbekomme, was mein Kompass anzeigen müsste, wenn ich die Variation im Hintergrund noch liegen hätte. Ist aber verboten. Ich habe das gemacht, ist aber verboten. Aber es würde grundsätzlich technisch funktionieren. Ja, da war es kein Kompass. Da war es kein Kompass. Ja, aber es ist verboten. Gehört zur Grundausrüstung. Ja, genau, aber es ist ja einfach nur aus der reinen Interesse. Genau, also das würde tatsächlich funktionieren. Das würde sich technisch ersetzen. Ja, ich habe keinen Kompass. Ne? Okay. Dann, das war die andere Seite und jetzt ist gleich vorbei. Jetzt noch ein Wort und Hawk Parameter. Er hat nur einen. Es gibt nichts zu verstellen. Er hat einen einzigen Parameter. Es gibt viele, aber die sind erstaunlich breit und die haben wir also versteckt. Das würde sowieso von vielen falsch eingestellt und da würde der Michael die Hotline hot laufen. Also, hier der Parameter, ich erinnere nochmal dran, der Parameter Sigma D, den man einstellt, wenn es 0,1 ist, der empfohlene Wert, dann ist dieses Segment von 3 zu 3,1 und 2,9. Und anschaulich, und da kommt gleich eine Folie noch dazu, wenn es wenn man diesen Parameter sehr klein, 0,07, wo habe ich ihn? Ja, je kleiner er wird, umso mehr nimmt das Modell an, dass es praktisch ein schöner, glatter Bart ist. 0,12 ist typisch. Wenn ich über 0,2 gehe, ist es turbulent. Das kann man hier schön demonstrieren. Und ich kann auch keine Regel angeben, wie man den wählen soll. Die beste Regel, die ich angeben kann, ich habe mal so eine Rundfrage gemacht, die war folgendermaßen, wie stellst du den ein? Ja, ich drehe einfach so lang, bis die Nadel nicht mehr zittert, als ich möchte. Aber gucken wir uns das mal an. Was ich tun kann, und es gibt einen Begriff, wie das Vario funktioniert. Ich habe alle Daten aufgenommen, alle Sensordaten. Ich kann selbstverständlich nur die Polare oder die Trajektorie zugrunde liegen, die Pilot geflogen ist. Aber ich kann mit den gleichen Sensordaten, die kann ich anders verarbeiten. Und Siegwind ist ein Parameter, den ich anders verarbeiten kann. Dann gibt Hawk auch andere Resultate. Und das möchte ich hier zeigen. Hier haben wir den vertikalen Wind, also das Vario. Hier haben wir horizontalen Wind und hier die Richtung. Und jetzt stellen wir einen sehr kleinen Wert ein, Sigma Wind 0,01. Bitte dran denken, das ist dieser kleine Sektor, den ich einstelle. Das gibt dann diesen Verlauf. Das ist praktisch ein Tiefpassfilter und mittelt alles aus. Damit das Kalman-Filter ist ganz interessant, nimmt dann an, dass der Messwert korrekt ist und a priori Wissen nichts bringt. So. Dann geht man weiter und jetzt gehen wir mal zu den Werten. 0,1, das ist der grüne. Ja?
Dann gehe ich zum größeren Wert oder 0,05. Man sieht bei 0,05 und grün, die verlaufen ähnlich. Und das, was ich sagte, was ich vorhin versucht habe zu sagen, ist, ungefähr in dem Bereich drin würde ich damit fliegen. Aber man sieht, der Verlauf ist anders. Wenn ich dann zum großen Wert gehe von 0,5, dann nimmt er an, dass jede Messung im Sensor korrekt ist. Und dann gibt es diesen zackigen Verlauf, und das ist eine ganz wüste natürlich Verlauf, die sehr verwackelt ist. Das ist der Unterschied dann, also so wirkt sich das aus. Ich fasse nochmal zusammen, das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen. Also die Sensordaten kann ich anders verarbeiten, und je nachdem, wie ich diesen einzigen Parameter, sie gewinnt oder die Varianz, ist unterschiedlich im Manual, ist nicht gerade geschickt, einstelle, umso unruhiger verläuft die Anzeige vom Vario. Vielleicht ein Hinweis, den ein Pilot in den USA mich gefragt hat. Ja, aber ich habe jetzt meine ganzen Einstellungen fürs TechVario gemacht mit Smartfilter und so weiter. Ändert sich das? Antwort: Nein. Es gibt einen einzigen Parameter in diesem Algorithmus, und das ist Sigwind, und da geht in die anderen Größen nicht ein. Fragen dazu? An der Stelle tatsächlich noch eine gut passende Frage von Enrique ist, dass die Tech-Varios ja normalerweise eine Zeitkonstante haben und da so in erfahrungsgemäß Größenordnung eine Sekunde verzögert anzeigen. Mhm. Wie groß ist denn diese Zeitkonstante beim Hawk-System? Gute also wie Frage. Groß ist die Verzögerung? Es gibt keine Verzögerung, aber das ist, man sieht vielleicht im ersten hier, das ist so, man kann sich da so eine Zeitkonstante, also Zeitkonstante nicht im Sinne von Verzögerung, es sind zwei verschiedene Begriffe. Ja, der wird in der gleichen Größenordnung liegen, würde ich sagen. Die kommen früher. Okay, genau. Also, der Heinrich hat mir mal eine tolle Analogie erzählt. Vielleicht, was für Enrique vielleicht interessant ist, wenn du an den Anfang des Vortrags zurückdenkst, da war ja dann praktisch der konstante Wind und dieses Delta D eingezeichnet, das wie eine Störung ist. Und dieser Sigwind-Parameter definiert, wie viel Störung ich durchlasse. Das ist wie, wenn man Wasserhahn aufdreht. Wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, je höher ich ihn aufdrehe, das heißt, je größer der Wert ist, umso mehr Störungen lasse ich durch, umso unruhiger wird das Vario. Das wäre die Analogie, in Anführungszeichen Analogie zum Tech-Vario. Es ist im Prinzip, wir messen in Echtzeit. Also das heißt, je mehr du davon durchlässt, umso unruhiger wird es. Richtig. Und man hat auch noch wohl die auch ein Zusatz, es geht noch etwas mehr rein. Wenn ich zum Beispiel in die Modellgleichungen, da geht auch ein, wie schnell ändert sich die Trajektorie. Wenn ich das mache für ein Verkehrsflugzeug, dann ist der Kurvenradius riesiger. Wenn ich es für ein Segelflugzeug mache, 15 Meter, dann gehen diese Werte auch ein, dann reagiert er auch schneller, die Korrektur. Der sogenannte Prädiktionswert. Also es hängt vieles zusammen wie im Eintopf. Die spielen alle ineinander rein. Das kann man nicht sauber trennen. Ja. Okay, und dann da auch noch passend noch eine andere Frage von Enrique ist, dass die meisten Totaldruckabnahmen einen systematischen anstellwinkelabhängigen Fehler haben. Und wird dieser Fehler automatisch beim Hawk dann rauskompensiert, oder ist so ein systematischer Fehler dann dennoch im System vorhanden, wenn man da jetzt zum Beispiel so einen anstellwinkelabhängigen Fehler mit drin hat? Kannst du es nochmal wiederholen, bitte? Ich habe gerade die Folie runtergescrollt. Entschuldigung, genau. Bitte noch. Ob in dem System, also bei der normalen Totaldruckabnahme, hat man ja manchmal einen anstellwinkelabhängigen systematischen Fehler im System. Ob das beim Hawk auch zum Tragen kommt oder ob das dadurch, dass man eigentlich also sich überhaupt nicht auf die Tech-Düse verlässt, eigentlich damit also absolut Anstellwinkel unabhängig von seiner Verschlauchung letztendlich ist. Das ist eine sehr gute Frage, und da würde ich mich jetzt ein bisschen unsicher fühlen und etwas Kluges zu sagen. Im Prinzip müsste eigentlich unabhängig davon sein. Aber meinte Enrique nicht den Gesamtdruck, nicht die TEK? Total. Ach, stimmt. Das ist doch ja. Gesamtdruck. Sorry, genau, habe ich dann kurz falsch gelesen hier aus der Ferne. Genau, also wenn ich einen winkelabhängigen Fehler in der Totaldruckabnahme habe, genau, das ist natürlich auch, die Tech
Daten interessieren mich ja beim Hawk dann sowieso generell nicht. Aber wenn ich bei der Totaldruckabnahme einen winkelabhängigen Fehler drin habe, ob das berücksichtigt wird oder nicht? Nein, wird nicht berücksichtigt. Jetzt verstehe ich die Frage. Wenn der falsch ist, wird nicht berücksichtigt. Okay. Ich nehme an, wenn der falsch angeströmt wird, ja, dann zeigt er einen falschen Wert an. Ja. Und das kann er nicht wissen. Ja. Was berücksichtigt wird, ist, es wird beim Neudeutsch Alignment wird ein Winkel zwischen der Sensorbox und der Referenzachse des Flugzeuges, die wird berücksichtigt. Das muss man machen. Man muss ihn also ausrichten. Und da gibt es einen Algorithmus dazu. Okay, ich lese gerade hier bei YouTube, dass Enrique doch meint, dass er die mit Totaldruck die TK meint. Also eigentlich Totalenergie. Die geht natürlich gar nicht ein in den Hawk. Hawk benutzt das nicht. Nee. Okay, genau. Das sollte damit jetzt geklärt sein. Und dann ist noch eine Frage zum Thema Bursts. Dass man beim dynamischen Segelflug letztendlich diese Böen auch in Höhe umwandeln kann. Und da ist jetzt die Frage, ob diese dann auch auf dem Vario angezeigt werden, diese Bursts, oder ob das eben weggeklettet wird. Beziehungsweise auch beim Kurbeln, die Fahrtsprünge. Genau. Also, da muss ich ehrlich gesagt, ich müsste jetzt, bin am Denken, wie sind die Modellgleichungen oder was wird ausgenutzt beim dynamischen Segelflug? Ja, das ist wahrscheinlich so, dass man eine Mikroturbulenz im Bart hat. Also es gibt es ja immer mal, dass man so eine kleine Fahrtschwankung spürt und diese kleine Fahrtschwankung dann sofort in Höhe eben umsetzt. Das ist dann eben nur eine ganz, ganz kleinräumige Turbulenz letztendlich. Und dass das eben auf dem Vario angezeigt wird, diese ganz, ganz kleinen Schwankungen, die ich dann eben kurzfristig in Höhe umsetzen kann. Also das spürt man als Pilot, bin ich der Meinung. Also das würde ich auch sagen, habe ich selber schon immer mal gespürt, dass man eben da so eine Mikroturbulenz im Bart hat, wo man jetzt irgendwie mal kurz 5 km/h mehr Fahrt hat und das just in dem Moment, wo diese Fahrt kommt, dass man das intuitiv als Pilot wegzieht, aber ist das auch was am Ende das System anzeigt, oder ist das dann was zu schnell passiert und da man als Pilot dann schon wesentlich schneller reagiert? Also die Frage ist einfach, ob es eine horizontale Böe ist, und die soll er ja nicht anzeigen. Ich kann vielleicht aus der Praxis was dazu sagen, was ich dir halte. Also was wir nicht anzeigen, ist der Energiesprung durch die zunehmende Fahrt. Aber was bleibt als Effekt, ist der zunehmende Auftrieb am Flügel durch so eine Horizontalböe. In dem Moment macht der Flügel mehr Auftrieb, weil er mehr Anströmgeschwindigkeit hat. Und dann steigt das Flugzeug dadurch etwas. Und das spürt man als Pilot, als dieses Anheben, weil es einen hochhebt. Und in dem Moment, wo man spürt, sieht man auch an der Hawk-Anzeige, dass Steigen angezeigt wird. Ich nehme an, physikalisch kommt es daher, dass das Hawk gar nicht unterscheiden kann, ob jetzt gerade der Flügel mehr Auftrieb macht und ich deswegen steige, oder ob der Bart mich anhebt und ich deswegen steige. Das Hawk misst eben durch die Beschleunigung, dass es mit dem Sensor mitbekommt, es geht nach oben, sieht aber, also deswegen stimmt es, was das Hawk anzeigt, überein mit dem fliegerischen Gefühl, dass man steigt oder dass man gerade Höhe gewinnt. Ja, guter Punkt, ja, ist richtig. Ja, auch eine gute Erklärung, Uwe. Ja, danke, Uwe. So, von der Physik her von Hawk dürfte das nicht anzeigen eigentlich. Also wenn da jetzt so eine horizontale Mikroböe kommt, das ist ja ganz bewusst so gemacht, die wird dem Wind zugeordnet. Dann müsste man in dem Moment eigentlich auf die Windanzeige gucken. Und wie der Uwe schon sagt, du merkst das nicht im Flugzeug und du könntest in dem Moment ziehen, sofern nicht danach dir nach der Böe der Wind wieder nachlässt und die ganze Höhe wieder für den Eimer ist. Ja. Gut, okay, dann bin ich eigentlich am Schluss. Lass mich meine letzte. Wir können gerne noch diskutieren, aber ich wollte es nicht zu lang ausdehnen. Einfach die Summary. Ich denke, Segelfliegen hat viel mit Entscheidungsprozessen zu tun. Und Hawk ist nichts anderes als ein Tool.
um den Piloten zu unterstützen. Aber es braucht Training. Und um diese, wie der Uwe jetzt auch schön erklärt hat, um die ganze Information zu nützen, braucht es Training, aber dann ist es ein wertvolles Tool, glaube ich. Das wäre ungefähr, was ich sagen wollte. Genau, dann schon mal ganz, ganz vielen Dank erstmal. Das war ein sehr, sehr spannender Vortrag. Technisch natürlich und physikalisch sehr ins Detail gehend. Ich hoffe, dass da der Großteil folgen konnte. Das ist natürlich, da muss man schon manchmal was von ein paar Formeln gehört haben, damit man hier komplett folgen konnte. Aber ich denke, das ist ja mal eine gute Basis hier gewesen, das mal in der Tiefe zu betrachten, wo man sonst jetzt zurzeit dann nicht die Möglichkeit hat, das so tiefgründig mal vorzustellen. Und das ist, denke ich, schon sehr, sehr viel Gehirnschmalz, der da in diesem gesamten System steckt, damit es so funktioniert, wenn man das jetzt so sieht, was da an Physik dahinter steckt. Genau. Es kam jetzt noch eine weitere Frage, die sicherlich dann auch spannend ist, aber das wird wahrscheinlich auch der Uwe dann wahrscheinlich im Praxisteil ein Stück weit drauf eingehen, inwiefern das System letztendlich hilft, dem Piloten zu entdecken, ob jetzt die Thermik links oder rechts steht, einfach durch die Windanzeige, dass man da letztendlich wahrnehmen kann, okay, der Wind macht jetzt hier ganz lokal eine ganz geringfügige Änderung und ich damit als Pilot letztendlich ableiten kann, ob ich den Bart links oder rechts rum mitnehme. Ich weiß nicht, Uwe, willst du da jetzt dazu schon was dazu sagen kommen wir da später dazu? Gerne, gerne. Also das ist auf dem Weg zur Anwendung vom Hawk auch meine erste Idee gewesen, dass die Windanzeige wahnsinnig spannend ist. Also ich wollte das Hawk Anfang des Jahres unbedingt haben wegen dem Wind. Und einer der ersten, die beiden ersten Flüge mit dem Hawk waren tatsächlich bei Blauthermik und schwacher Blauthermik. Ich bin da unweit rumgeflogen und habe wenig rausgeguckt, muss ich zugeben. Aber es waren auch wenig Flugzeuge unterwegs. Ich habe immer mal wieder kurz rausgeguckt, aber viel auf die Windanzeige. Und habe geguckt, in welche Richtung der Windpfeil sich dreht und bin dann dahin eingekreist. Und ich hatte das Gefühl, dass es erstaunlich oft funktioniert. Und dann ging aber meine Aufmerksamkeit zum Vario und dann fand ich das spannender. Und ja. Dann habe ich das mit dem Wind nicht weiter beobachtet. Es ist auch so, während der Weltmeisterschaft, bei den Wettbewerbsflügen, da waren immer so viele Flugzeuge in der Nähe oder um mich herum, da war Rausgucken angesagt und das Vario-Signal kam dann eher über den Piepston. Und um die Windanzeige oder die Änderung der Windanzeige zu interpretieren, um daraus abzuleiten, in welche Richtung man einkreist, muss man die Entwicklung der Windanzeige beobachten. Und wir haben sowas nicht als akustisch. Und bei so einer Wettbewerbssituation kann man es sich absolut nicht leisten, sekundenlang auf den Windpfeil zu gucken. Gerade auch, wenn man gerade in den Bart einsteigen will, wo man sowieso auch nach Wolken guckt und nach anderen Flugzeugen, die auch vielleicht schon kreisen. Oder da geht das nicht. Da kann man nur kurz auf den Windpfeil gucken und sieht dann eine Momentaufnahme, welchen aktuellen Wind habe ich gerade. Und deswegen konnte ich das nicht nutzen. Also wahrscheinlich kann man es sehr gut nutzen, aber das... Da brauchen wir noch eine andere Darstellungsmöglichkeit. Genau. Man könnte sich ja auch überlegen, ob man in einem Doppelsitzsystem, wenn man wirklich gut eingespielt ist, ob zum Beispiel der hintere in so einer Situation halt die Windanzeige beobachtet und der vordere halt einfach sagt, ich schaue raus und entscheide quasi, wann ich einkreisen will und dann kommt von hinten links oder rechts. Ja, das wäre ja aber grundsätzlich ist ja das Schema eigentlich immer wieder gleich, was dann beim Bart-Einflug letztendlich stattfindet. Das könnte man ja vielleicht auch mal mit ein bisschen Geduld letztendlich in auch wiederum eine Software überführen, die dann letztendlich sagt, du fliegst gerade in die Thermik ein und dann dem einfach so einen statistischen Wert abgibt, wo die dann sagt, links oder rechts rum einkreisen. Dass man halt einfach nur mit einem Blick letztendlich, während man durch diese turbulente Zone fliegt, schon erstmal softwaretechnisch einfach einen Pfeil in die Richtung links oder rechts bekommt. Das ist natürlich dann irgendwann macht das Fliegen dann, ist die Frage, wo man das hintreiben möchte, aber wahrscheinlich mit den Daten, die man zur Verfügung hat, kommt man da wahrscheinlich schon recht weit. Ja, das Links- oder Rechtsproblem ist vielleicht auch mehr ein akademisches, das Thermik-Ja- oder Nein-Problem ist viel, viel wichtiger als das Rechts- oder Links-Problem. Genau.
Darf ich vielleicht hier ergänzen? Das ist eine sehr interessante Frage und es gibt einen Blog von Woolley, Adam Woolley. Ja. Und der hat das genau angesprochen, wie er damit geflogen ist, mit dem Wind. Genau, was er angesprochen hat, was ihm geholfen hat, aber da hat es wahrscheinlich weniger Flugzeuge rumgehabt, eben, ob es ein schwach, er nennt das Low Thermal oder High Thermal, der hat das angesprochen. Es muss gehen und bringt, glaube ich, sehr viel. Ich würde, also das ist kein Werbespruch, aber in dem Sinn darf ich mal, glaube ich, davon abweichen. Ich würde mal da sehen, was er dazu geschrieben hat, Adam Woolley, der hat genau das angesprochen in den Tests. Ich möchte da auch nochmal die Aussage vom Uwe aufgreifen. Also ich habe mir dasselbe gedacht, auch überlegt, ob man das quasi ableiten kann. Und am Ende vom Tag ist für mich mittlerweile Hawk, nachdem man sich, also man muss sich ein bisschen umgewöhnen. Es ist für mich einfach primär ein extrem guter Indikator, ob ich einkreisen möchte oder nicht. Und schlussendlich, ob es dann rechts oder links ist, das ist halt dann bei mir auch einfach immer noch Gefühl im Flieger, wie sich der Flieger verhält. Und ich finde zumindest die Response vom Flieger viel eindeutiger, als dass ich jetzt irgendwie 5 bis 10 Sekunden lang die Historie von diesem Windpfeil anschauen möchte. Abgesehen davon natürlich vom Flugsicherheitsaspekt. Genau. Und übrigens, wir haben noch die Frage quasi, ob man Hawk aufs Audio legt. Ja, kann man machen. Ich habe tatsächlich die Nicht-Netto-Variante auf dem Audio, aber halt Hawk natürlich einfach klassisch als Anzeige, als Vario-Nadel. Aber ich glaube, das ist auch ganz viel individuelles Verlangen oder Wünsche, wie man sich das eben hinpacken will. Ja, zu dem Audio, da kann ich was sagen. Bei Trainingsflügen mit dem Hawk oder anders angefangen, ich habe ja das LX 9000 schon länger und Hawk war dann erst verfügbar auf dem Standalone-Instrument, was ich dann zusätzlich eingebaut habe, auch mit 2 Lautsprechern. Und während den ersten Testflügen habe ich die Lautstärke mal lauter und leiser gedreht und auch mal beide Varios angehört. Und das ging ganz schnell, dass ich das LX 9000 ganz leise gedreht habe und den Ton abgestellt habe und komplett aufs Hawk gewechselt bin, allein wegen der Übereinstimmung zwischen Gefühl und Ton. Beim total energiekompensierten Vario piepst es mal mehr, mal weniger und man hat das Gefühl, man wird nach oben beschleunigt oder nach unten gedrückt. Das hat aber nicht viel mit dem Ton zu tun. Und bei beiden Varios ging dann der Ton bei beiden hoch und runter. Und dann beim Hawk-Vario geht es wirklich so, man spürt, man wird in den Sitz gedrückt, es geht nach oben, in dem Moment macht es piep, 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 piep. Und dann spürt man, oh, jetzt geht es wieder runter und in dem Moment macht es auch, das passt, hat schon bei diesen ersten Flügen so gut zusammengepasst, der Vario-Ton mit dem Gefühl, also in ruhigen Bärten, dass ich komplett auf den Ton vom Hawk gewechselt bin, relativ schnell und komplett dann nur noch den Hawk-Vario-Ton benutzt habe. Ja, da ist auch noch dann noch eine andere Frage noch dazu gekommen. Wenn man jetzt die Option hätte, das ist vielleicht auch noch für Heinrich eine relativ spannende Frage, wenn man jetzt die Option hätte, die Sensoren technisch besser zu machen, welchen Sensor müsste man dann im ersten Schritt quasi verbessern? Also welcher Sensor liefert die wichtigsten Werte für das Hawk-System? Ist es der statische Druck oder der Totaldruck? Oder das GPS? Welche von den 3 Sensoren müsste man genauer machen, damit es den größten Einfluss auf die Genauigkeit hätte? Also die Genauigkeit ist, wie gesagt, ist... Ich kann die Frage nur so beantworten. Sie haben eigentlich, ich beantworte es mal so, die Genauigkeit der Anzeige, das ist eigentlich von sekundär, lassen wir mal gucken, was ist. Nee, hinten. Ja. Die Frage ist, was man eigentlich in Genauigkeit braucht. Nee, verdammt, wo habe ich es denn? Nee. Ja, hier. Die Genauigkeit wird ja beschrieben. Also was mir viel wichtiger scheint, ist, dass die Falschalarmwahrscheinlichkeit klein ist. Ja? Die muss klein sein. Das ist die primäre Entwurfsgröße. Wenn ich die Genauigkeit angucke, dann ist mir die eigentlich, interessiert sie mich
wenigstens wenig. Man sieht hier die Genauigkeit, wenn ich mit 0,1 fliege. Sieht man meinen Pfeil? 0,1. Ja, fliege. Sieht man. Das ist meine Standardabweichung, 0,25 Meter pro Sekunde. Ja, wo die statistische Genauigkeit ist. Die Frage, ob sich das überhaupt lohnt, groß zu drehen, ich bezweifle das. Also ingenieurmäßig würde ich sagen, kann man lassen. Ja. Ja, genau. Da ist diese aktuelle Sensorentechnik schon gut genug. Ja, dann noch eine weitere Frage. In welchem Geschwindigkeitsbereich ist das Hawk denn überhaupt grundsätzlich anwendbar? Was wäre, wenn man da jetzt das in den Paragleiter einbaut oder in den Holzflieger, wo man jetzt meinetwegen mal nur mit 30 km/h, 40 km/h True Airspeed fliegt? Funktioniert das da genauso oder müsste man da die Software noch weiter anpassen? Ist die jetzt auf einen Geschwindigkeitsbereich optimiert? Nee, ist nicht auf einen Geschwindigkeitsbereich optimiert. Wenn ich also ein Holzflieger geht, ich kenne jemanden, der mit einem Holzflieger fliegt. Nee, das geht. Es braucht einfach eine eindeutige Achse, ja. Und dann eine Polare dazu. Nee, das geht. Das ist nicht geschwindigkeitsabhängig. Okay, super. Ja, ich denke, da haben wir jetzt erstmal da technisch zu dem relativ viel gehört. Ich würde jetzt mal an Markus fragen, ob du noch von der Flugerprobung dann letztendlich da noch explizit was zu der Flugerprobung letztendlich, wie ihr dann von dem ersten Mal von der Theorie quasi vom Schreibtisch dieses System dann in ein Segelflugzeug reingebracht habt, was es da noch für Schwierigkeiten gab, beziehungsweise was da noch so die größten Baustellen bei der Flugerprobung waren, ob du da noch was dazu sagen willst. Ja, einfach so ein paar Anekdoten. Also ich bin auch in die Flugerprobung eingestiegen, wo das ganze System halt schon prototypenmäßig im Vario gelaufen ist. Klar gab es halt einfach die klassischen Themen, dass halt mal ein Software-Bug drin war, dass mal der Horizont nicht ganz funktioniert hat. Hat man einfach spielerisch rausgefunden oder zum Beispiel das Thema, was wir vorhin gesehen haben. Ich glaube, Michael, das war ein Beispiel und eine Messung von dir, da habt ihr halt auch mal den Welleneffekt ausgenutzt, wo relativ konstante Steigwerte eben am Vario angelegen sind. Hat man sich da durchgespielt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war toll. Also wir haben jetzt grobe 500 Stunden auf dem Hawk geflogen. Wir sind vor 2 Jahren eingestiegen und wir haben am Anfang erstmal eine große Einweisung vom Heinrich gekriegt. Vielen Dank, das war super. Weil sonst hätte man nämlich gar nichts kapiert, wie das funktioniert. Und dann haben wir wirklich angefangen, die kompletten Parametersätze, die lagen ja damals noch alle offen, haben wir komplett durchprobiert, jeden einzelnen. Das heißt also, wir haben da, ich weiß nicht, wie viele Stunden zugebracht, nur die Parametersätze zu verifizieren und es hat sich dann sehr schnell verdichtet. Und dann sind wir halt auf den Trichter gekommen, wenn ich es jetzt, wo es funktioniert, verifizieren möchte, dann muss ich ein bekanntes System messen. Das heißt, ich muss etwas messen, von dem ich das Ergebnis schon kenne. Das heißt, wir haben angefangen, in Wellen rumzufliegen. Wir haben die Thüringer Waldkonvergenz mal angeflogen, haben zum Beispiel den Inflow und den Outflow, also die Flussrichtung in die Konvergenz unten und den Outflow oben. Den konnte man tatsächlich rausmessen. Natürlich, klar, man weiß, dass das so ist, aber nur so kann ich ein System, was neu ist, auch verifizieren, dass es funktioniert. Und so haben wir uns herangebastelt. Wir haben jetzt zum Beispiel auch einen ganz tollen Effekt gehabt, den halte ich für einen Sicherheitsaspekt. Wir waren, den Flug haben vielleicht einige gesehen, wir waren Silvester in der Welle und da war ein sehr starker Windsprung drin. Das heißt, wir hatten so im Boden fast keinen Wind beim Start und in schon 500 Meter waren es schon 80 km/h aus West. Und jetzt mussten wir uns am Ende des Tages Gedanken machen, wie landen wir? Unser Flugplatz geht steil bergab. Das heißt, du landest normalerweise bergauf und startest bergab. Wenn du aber 80 km/h vielleicht doch auf der Fresse hast, ist es vielleicht geschickter, doch bergab zu landen. Und wir wussten es nicht, am Flugplatz am Silvestertag ist dann keiner mehr, wenn du landest. Ne? Wir haben alle Wichtigeres zu tun. Also mussten wir uns selber was finden. Und wir haben dann langsam runtergekreist und das war ganz klasse, wie du sehen konntest, wie der Hawk von 80 km/h west innerhalb weniger Meter auf 40 km/h quer zur Bahn, also auf Südwind gedreht hat. Und damit war es klar für uns, wir müssen von unten nach oben landen. Wenn du von oben nach unten landest mit dem falschen Wind, dann ist der Flugplatz schnell endlich. Ja, genau. Und das stelle ich mir auch lustig vor, wie man das dann, den Höhenverlauf, wie man das dann tatsächlich live mitbekommt, auch wenn man dann zum Beispiel gerade ausfliegt. Das würde ja sonst eigentlich nur klappen, wenn man irgendwie kreist, jetzt mit dem alten Vario-System. Da ist das tatsächlich dann schon auch eine gute Hilfe, vor allem dann eben auch in den Bergen, dann wenn man da am Hang eben unterwegs ist. Genau. Und vielleicht dann, auch gerade in den Bergen, also
Wir sind zum Beispiel mal im Frühjahr von Ullstadt aus nach Puyo runtergeflogen und dann fliegst du halt auch einfach durch Gegenden, die du vielleicht einfach nicht kennst oder vielleicht wenig oft eben da warst. Ist einfach unglaublich spannend, wie an allen möglichen Geräten wirklich in den Coolen auch der Wind ja, sich komplett dreht. Oder zum Beispiel so dieser klassische Effekt in den Alpen am Nachmittag kommt von, also spült es einfach von Norden her rein und die Alpen saugen quasi wieder ein. Und so Nordkette ist man dann im Leh oder so. Und da war es auch extrem spannend, wenn man dann die ganzen Hänge entlang geflogen ist, wo man eigentlich erstmal dachte, man ist im Leh, wenn man auf den Hang zufliegt und auf den Berg. Und dann zum Beispiel am Wilden Kaiser, wo halt einfach den ganzen Tag die Sonne reinknallt, mit Einflug in die Gräte oder an den Hang wirklich der Wind um 180 Grad komplett dreht und du steigen hast, wo du eigentlich denken würdest, das kann überhaupt nicht sein. Und in ganz anderen Windsystemen, also wie gesagt, Nordkette bleibt aber zum Beispiel der Nordwind dann so und du bist halt wirklich auch im Leh. Also das waren schon auch echt spannende Situationen und bringt einfach auch Sicherheit. Ja, genau, und die man jetzt mehr Spaß bisher eben auch noch nicht dann kannte halt, weil man es einfach noch nie dargestellt bekommen hat. Das sind da sicherlich spannende Sachen, die man da als Pilot dann auch selber wahrnimmt. Da braucht man dann sicherlich auch mal eine ruhige Minute. Das ist man dann vielleicht nicht gerade mitten auf einer Weltmeisterschaft mit 80 Flugzeugen um sich rum, wo man dann Zeit für sowas hat. Aber wenn man da mal eine ruhige Minute sich nehmen kann im Flug, lernt man da sicherlich viel mit dazu, auch über das generelle Thermikverständnis. Und das ist ja wahrscheinlich schon ab Mittelgebirge und dann spätestens in Alpen dann schon ziemlich kriegsentscheidend. Ich hätte jetzt noch eine Frage, die mich auch persönlich mal interessiert. Wie lange habt ihr für die Entwicklung letztendlich gebraucht? Also wann war denn da der erste Gedanke, dass man sowas entwickeln könnte? Wann habt ihr dann das System das erste Mal in ein Segelflugzeug eingebaut? Und wann war es dann letztendlich so, dass ihr sagt, okay, wir können das jetzt in den größeren Pilotenkreis reinstreuen? Also wie war das so die zeitliche Achse? Ja, das ist eine interessante Frage. Also wir haben viel Zeit investiert. Wenn man das kommerziell in die Industrie rechnen müsste, dann müsste man Sozialhilfe beantragen. Also wir haben ungefähr die erste funktionsfähige Prototyp ist geflogen. Ach, das war 18. Ja. Aber funktionsfähig. Und aber wann ging das Programm los? Also wann hattest du jetzt zum Beispiel das erste Mal den Gedanke, dass man das auf die Art und Weise technisch lösen könnte, das Problem? Ungefähr um 16 herum. Okay, also 2 Jahre erstmal da reine Entwicklung und dann 2018 das erste Mal was in der Luft. Genau, also die ganze Entwurfsplattform, da hat der Ping eine absolut hervorragende Arbeit gemacht. Da hat er sehr viel investiert, sehr komfortable Werkzeuge, sonst hätte man viel länger gebraucht. Ich hätte nicht gewusst, wie man das dann überhaupt sauber wissenschaftlich hätte beurteilen können. Also es steckt viel drin, aber eben nicht nur in die Algorithmen, das wäre das falsche Beispiel, sondern die Folie, die ich gezeigt habe, bezüglich der Entwurfswerkzeuge, da ist sehr, sehr viel Zeit reingeflossen. Ja, das ist auf jeden Fall, aber am Ende ist ja dann tatsächlich auch sehr schön, dass da dann was praktisch Verwertbares für den Segelflug dabei rausgekommen ist und dass man da eben, dass ihr da die Möglichkeit so genommen habt, das dann eben voranzutreiben als Forschungsprojekt. Und da eben den Ehrgeiz hatte, da eine Lösung zu finden für dieses Problem und das eben zu implementieren. Ich denke, das ist da schon ein ganz guter Beitrag gewesen für einen Segelflug. Genau. Danke. Ich würde da jetzt mal, wenn der Markus jetzt erstmal zur Flugerprobung nichts hat, könnten wir jetzt dann mal mit dem Uwe etwas weiter ins Detail gehen. Der letztendlich ja, ich weiß nicht, du bist da schon mehrere tausend Stunden Flugerfahrung, Weltmeister, da kann man ja tatsächlich verweisen, dass du praktisch nachweisbar Übung hast. Was bringt denn jetzt letztendlich dem Piloten, wenn er im Cockpit letztendlich einfach ein Gerät hat, was ihm anzeigt, okay, wir nehmen jetzt einfach mal an, der Pilot also vertraut jetzt zu 100% in das System und weiß jetzt einfach zu 100%, wo der Wind herkommt. Was habe ich denn dann als Pilot letztendlich für Vorteile da, wettbewerbstechnisch, generell, fliegerisch, wie kann ich da jetzt meine Entscheidungen, wie hast du das ein Stück weit umgestellt, jetzt mit einer neuen Datengrundlage Entscheidungen zu treffen? Ja, genau. Also erstmal ist ganz wichtig, das Vertrauen in das System zu bekommen. Und das war bei mir wirklich durch Erfahrung. Es ist aber so, da sind ja auch noch mehr Leute unterwegs auf der Suche nach dem ultimativen Windmesser.
Und bei mir im Verein gibt es den Klaus Schäfer, der ist auch Physikprofessor, der arbeitet da schon viele Jahre dran. Der macht das zusammen mit einem aus dem Rheinheimer Verein, dem Horst Rupp, und dann sind da noch mehrere Unterstützer dabei. Die haben mittlerweile auch einen experimentell funktionsfähigen Prototypen in ihrer ASG 32 und der war auch im Frühjahr 2021 einsatzbereit und auf ersten Flügen getestet. Das war genau die gleiche Zeit, wo es Hawk rauskam. Und ich habe dann gedacht, wow, zwei neuartige Varios, da kann man vergleichen und sehen, was rauskommt. Deswegen habe ich mir sofort das Hawk bestellt. Und da es ja auch so ein schönes, kompaktes Standalone-Gerät ist, mit denen verabredet ich in deren Doppelsitzer hinten drin mit den beiden neuartigen Varios. Und dann sind wir geflogen bei relativ gutem Wetter. Und ich habe während fast des ganzen Fluges nur auf die Varios geguckt. Und das war toll. Also ich hatte ein total energiekompensiertes Vario, Standard E-Vario, eine Stauscheibe und diese beiden neuartigen Varios. Und die Stauscheibe und das herkömmliche TEK-elektronische Vario waren sich einig. Und die beiden neuartigen Varios waren sich einig. Aber das Gefühl hat gesagt, die beiden neuartigen Varios haben recht. Und beim Wind waren sie sich nicht so ganz einig, aber auch bei diesen Flügen, zwei Flüge waren es, kam schon raus, irgendwie passt das mit dem Vario viel besser als das, was das total energiekompensierte Vario so zeigt. Genau. Ja. Und, aber das ist, ja, kannst du auch, rede aus? Ja, genau. Und das war ja auch die Vorbereitungszeit für die Weltmeisterschaft. Und ich brauchte im August ein funktionsfähiges Gerät in meinem Flugzeug. Und ich hatte die Wahl, ob ich dieses Experimentelle von meinen Vereinskameraden nehme oder das Hawk. Und jetzt funktionierten beide. Im Endeffekt fiel dann bei mir die Entscheidung ganz knapp fürs Hawk, weil das eben ein professionelles System war. Und auch mit nur einem GPS-Empfänger auskommt. Für das andere System hätte ich zwei GPS-Antennen ins Flugzeug einbauen müssen. Der Stefan Langer, mein Teamkamerad bei der Weltmeisterschaft, hat aber dieses experimentelle System eingebaut als Prototyp. Und in unseren Trainingsflügen oder so, man kann es ja auch auf seinen Videos angucken, kam raus, das funktioniert auch. Das hat eine etwas andere Technologie, ich kenne mich da nicht so aus. Und die haben auch ihre Probleme, wo Ecken sind, wo es nicht so ganz funktioniert oder sie noch verfeinern und verbessern. Aber das geht auch. Und das zeigt ja auch, mit diesen modernen Computern und der Rechenleistung kann man sich diesem Ding ganz neu annähern. Aber damit war schon mal das Grundvertrauen da. Und dann kamen die ersten Trainingsflüge, wo ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch den Ton umgestellt habe auf Hawk. Und den Wind versucht habe anzugucken, aber der Wind kam dann ja nicht so raus. Und jetzt nochmal zu der Frage, was kann der normale Pilot oder der Freizeitpilot, der jetzt keine Meisterschaften fliegen möchte, davon mitnehmen? Und das ist, er hat ein Vario, was das Steigen und Sinken anzeigt. Und ihr wisst ja selbst, die Lehrbücher für Thermik, Kurbeln sind voll davon, wie man mit der Zeitverzögerung und den Fehlern, die der Totalenergie-Messmethode ja innewohnen, trotzdem den Bart so zentriert, dass man gut steigt. Und diese Kapitel in den Lehrbüchern braucht man mit dem neuartigen Vario nicht mehr. Man hat einfach ein Instrument, was Steigen und Sinken anzeigt, da wo Steigen und Sinken sind. Damit ist auch Zentrieren. Also der Heinrich hat vorhin gesagt, man muss sich eingewöhnen, die Eingewöhnungsphase ist relativ kurz, weil man einfach da seinen Kreis hin verlagert, wo es stärkste Steigen ist und nicht da, wo man meint, dass es stärkste Steigen gewesen sein könnte, weil mit der Zeitkonstante von dem Vario man da gewesen ist, als es war. Und das, also einfach da, wo es steigt, steigt es und da zentriert man hin und hat den Bart gefunden. Das fand ich, das kann man mit vielen Flugzeugen sehr schön sehen. In dieser Phase beim Wettbewerb, wo man wartet auf den Abflug und viele zusammenkreisen und dann auf einem Kreis in gleicher Höhe vielleicht 10 Flugzeuge sind und man sieht irgendwie dann gegenüber, der steigt, weil er da ist, wo gerade das Steigzentrum ist, der nächste steigt auch, irgendwann kommt man dahin, steigt auch und das Hawk-Vario piepst, wenn man steigt. Also es funktioniert einfach.
Ja, da hat man ja tatsächlich in der Vergangenheit oder merkt man, hat man ja selbst die Evolution der Varios mitbekommen. Ich sage mal bloß in dem Moment, wo man auf ein elektrisches Tech-Vario umgebaut hat, da gibt es ja innerhalb dieser Varios gibt es ja auch schon extreme Differenzen, ob man da einen Vario, was weiß ich, von vor 20 Jahren oder so verwendet oder von vor 10 Jahren. Da hat sich ja jetzt in den letzten Jahren innerhalb der lediglich Tech-Kompensierten auch schon viel getan, sage ich mal. Und das ist jetzt so wahrscheinlich einfach nur dann die kontinuierliche Fortführung dieser Weiterentwicklung und weiteren Verbesserungen. Also da gibt es ja, auch wenn wir, das kennen wir bei uns in einem Schuldoppelsitzer oder so, da hat man halt mal irgendein Vario, was relativ grob ist, da denkt man, das passt ja überhaupt nicht zu dem, was ich gerade fühle. Und so ist es ja jetzt im Laufe der Zeit auch schon besser geworden, dass man jetzt schon mit den E-Varios wieder ein Stück näher rangekommen ist. Und das ist jetzt wahrscheinlich genauso, kann man sich das wahrscheinlich als Pilot, der jetzt noch nie so einen Haag, also ich selbst bin zum Beispiel noch nie so einen Haag geflogen, so würde ich mir das jetzt gut vorstellen, schon alleine so wie jetzt zum Beispiel der Unterschied zwischen dem schlechten E-Vario und dem alten E-Vario und jetzt einem aktuellen E-Vario ist, genauso würde ich jetzt das einfach linear oder vielleicht auch ein Stück weit exponentiell dann die Verbesserung mir vorstellen, wie das dann eben ist. Und ich merke jetzt vor allen Dingen, also geht mir zumindest immer so, wenn ich Flieger, die relativ mit einer sehr hohen Flächenbelastung unterwegs sind, oder allgemein sehr schwere Flieger, die jetzt nicht so thermikfühlig sind, fliege, da merkt man auf einmal, wie abhängig man eigentlich mal von einem guten Vario letztendlich ist. Und das würde ja letztendlich dann in dem Moment, wo ich eine viel genauere Datengrundlage zur Grundlage lege, würde mir das wahrscheinlich ja dann helfen, wenn ich einen sehr, sehr schweren Flieger, der generell eh wenig Thermik mehr anzeigt, der kommt wahrscheinlich dann, also kommt man als Pilot wahrscheinlich dann mit so einem Hawk dann besser zurecht, dass man eben da das Vario wesentlich genauer dann eben hat. Kann ich nur bestätigen. Also wenn man zum Beispiel auch, also Heiner und ich fliegen eine 25, die jetzt auch nicht ganz leicht ist, und vielleicht auch nicht so ganz perfekt wendig, da muss halt das Einkreisen schon sitzen. Ja. Und dann, also ich habe mit Hawk-Installationen einfach brutal viel weniger Falschkreise oder einfach fast gar keine Falschkreise mehr gemacht. Wenn man sich einfach so an dieses System gewöhnt und auch irgendwann so viel Vertrauen da reinbringt. Ja, genau. Ja, die Falschkreise oder diese Entscheidung, die Thermik zu finden, da habe ich auch so ein Schlüsselerlebnis gehabt bei dem Wettbewerb in Issoudun, bei dem ich einen Monat vor der Weltmeisterschaft war. Das war ein Flug bei relativ kompliziertem Wetter. Und dann ja, sind Abschirmungsfelder durchgezogen und am Ende des Tages, als ich noch 30 Kilometer vom Ziel entfernt war, und gerade noch in einem dieser letzten Aufwinde gekurbelt hatte, stundenlang fast, und ganz knapp einen Endanflug hatte. Da hatte dann auch noch der Wind, Gegenwind aufgefrischt. Und für den Endanflug, das hat nicht ganz gereicht. Ich wäre wahrscheinlich knapp zum Flugplatz gekommen, war noch 20 Kilometer vom Flugplatz weg und es war böig. Es hatte halt, es war irgendwie andere Luftmasse reingezogen. Es war turbulent mit Horizontalböen, was ja bei der Totalenergiekompensation dazu führt, dass es ständig Energieänderungen hat und das Stauscheiben-Vario hoch und runter und das totalenergiekompensierte E-Vario, also eben steigen und sinken anzeigt, weil es die Energie aus den Böen und der ruppigen Luft einfach anzeigt. Und das ist so eine Situation, wo man ja, also ein Kreis mit dem starken Gegenwind im Saufen hätte bedeutet, sichere Außenlandung, weil ich dann ganz bestimmt den Flugplatz nicht mehr erreiche. Also eine Situation, wo man auch wirklich keinen falschen Kreis machen will. Und ich hatte noch zwei Flugzeuge vor mir, so ein, zwei Kilometer entfernt. Da habe ich gesehen, die machen da, vielleicht steigen sie ein bisschen oder sinken nicht, aber sind beide nicht eingekreist. Und als ich dahin gekommen bin, ich auch vor allem nach vorne geguckt zu den Flugzeugen, ob die nicht doch, aber irgendwie ist mir im Augenwinkel aufgefallen, dass die Nadel vom Hawk-Vario nach oben zeigt. Und weil das so ein anstrengender Tag war, hatte ich schon den Ton leise gedreht. Ich habe es gar nicht gehört, dass es piepst. Aber ich habe gesehen, oh, die Nadel steht auf einen halben Meter Steigen vom Hawk, während die Stauscheibe und das Totalenergie-Vario nichts Verwertbares angezeigt haben wegen der böigen Luft. Und ich habe da eingekreist und da war wirklich ein halber Meter Steigen. Und nochmal 10 Minuten kreisen, dann hatte ich 100 Meter mehr Endanflughöhe und bin sogar in Zielkreishöhe reingekommen. Und in dem Moment habe ich gedacht, wow, nur mit der Totalenergiekompensierung hätte ich da, wäre ich da nicht eingekreist.
Das wäre nicht eindeutig genug gewesen. Vom Gefühl her konnte ich es auch, also es war halt ruppig. Ob das jetzt ein bisschen mit einem halben Meter nach oben ruppig ist oder mit einem halben Meter nach unten, kann man auch mit seinem Gefühl nicht entscheiden. Das war so wirklich der Moment, wo es Hawk mir den Endeinflug gerettet hat. Weil diese moderne Technologie das rausfiltern kann. Das war natürlich eine Extremsituation. Wenn wir gutes Wetter haben und bei gutem Wetter mit schöner Thermik fliegen und den Bart, den 3-Meter-Bart anfliegen, dann zeigen alle Varios steigen an. Da bringt einem das Hawk nicht so viel. Ja, ob das jetzt 3,1 Meter sind oder 3,2, das kriegst du dann als Pilot schon mit, dass du den Flieger dann schön mittig in den Bart reinhängst. Das sind tatsächlich, stelle ich mir es auch eher, weil das ist ja auch genau das, wo man mit schweren Fliegern voll Wasser, die vielleicht nicht so thermikfühlig sind, bei einem 3-Meter-Bart kriegt man die dann schon irgendwann in die Höhe. Das Spannende sind ja gerade diese 0,3, 0,5, die man dann festhalten will und muss, und jeden Kreis mache ich ihn auf oder mache ich ihn nicht auf. Das sind ja genau die spannenden Fragen, die man sich dann als Pilot stellt. Die spannenden Fragen, und das ist diese neue Messmethode, die ist dann so akkurat, dass die uns dann so unterstützt als Piloten, dass wir mehr rausholen können aus der Situation. Genau. Vielleicht, wenn wir jetzt hier gerade noch bei den knappen Endanflügen sind, beziehungsweise bei langen, sehr schnurgeraden Endanflügen, kam hier noch eine Frage. Wenn man jetzt zum Beispiel einen ganz, ganz langen Endanflug, zum Beispiel in Namibia oder so, mal aus 4000 Meter Höhe einfach straight mit einer konstanten Geschwindigkeit in eine Richtung abgleitet, braucht das Hawk dort zwischendrin mal irgendwie eine Art S-Schlag, um sich neu zu kalibrieren, oder kommt das mit einem stundenlangen Geradeausflug theoretisch klar? Das kann ich beantworten. Mathematisch ist es so, dass wenn die Luft vollkommen ruhig ist und keine Flugbewegungen stattfinden, ist das System nicht beobachtbar. Das heißt, ein Fels außer Tritt. Aber dieses Ereignis hat Wahrscheinlichkeit praktisch null. Nein. Sobald ein bisschen Turbulenz drin ist, und ich bin ja in Garib geflogen damit, das funktioniert. Ja, es gibt genügend Ruttel-Ruppel und Ruderbewegung, und das braucht keine zusätzliche irgendwie Neukalibrierung und so weiter. Das funktioniert. Genau. Was übrigens noch, was ich noch erwähnen möchte, ist, was auch ein Pilot geschrieben hat, was heute noch nicht angesprochen wurde, das ist beim Cruise, die nennen das Cruise, geradeaus fliegen und im Affenzahn nicht einkreisen, wenn eine Böe ist. Das ist, glaube ich, auch ein Riesenvorteil, ja, dass man da nicht einkreist. Das haben wir ja gesehen, keine Falschalarmwahrscheinlichkeiten. Und das ist nicht nur das Kurbeln finden, sondern auch beim Geradeausflug, dass man, wie wir hier heute Abend gezeigt haben, das ignoriert die Böen. Das rechnet die, oder nicht ignoriert, die werden einfach nicht so berechnet. Das, glaube ich, ist auch noch ein wichtiger Punkt. Denn diese Falschanzeigen sind proportional der Geschwindigkeit und der Geschwindigkeitsänderung, und die können happig sein. Diese Falschanzeigen. Genau, das kommt mir auch als Pilot selber bekannt vor, dass man da teilweise manchmal bei hohen Geschwindigkeiten unterwegs ist und denkt, hier steigt es jetzt, hier steigt es jetzt. Und gerade in dem Moment, wenn man da hochzieht an einem nicht so guten Bart, der eigentlich nur eine Horizontalböe war, das kostet dann gerade bei den Tagen, wo man den hohen Geschwindigkeitsschnitt hinlegt, kostet das dann sehr viel, wenn man den Kreis dann rumzieht und erst dann feststellt, dass es nur eine horizontale Böe oder irgendeine Turbulenz war und gar kein Steigen. Genau, also das ist gerade in Australien jetzt, scheint das sehr wichtig zu sein. Und diese Cruise, also diese eben das Geradeausfliegen, dass das ignoriert, das, glaube ich, ist auch ein interessanter Aspekt. Und eben, wenn man aufs Vario guckt, das ist auch ein weiterer Aspekt, ist, wenn man da bei 200 oder 210, 20 Fliegen das Steigen sieht, das Luftmassensteigen, dann ist das Luftmassensteigen vorhanden. Man einen Knüppel kann im Bauch nehmen und kann kurbeln. Das ist eben schon auch interessant. Genau. Ja, ich denke, wir sind jetzt erstmal soweit relativ gut durchgekommen durch den Abend. Haben jetzt hier über 2 Stunden schon gefüllt. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich jetzt soweit erstmal mit meinen Latein am Ende, mit meinen Fragen auch. Hab
ist jetzt noch von euch was, was ihr noch anzumerken hättet? Oder sind wir da erstmal soweit eigentlich mit allem zufrieden, was wir genau rüberbringen wollten? Oder habt ihr noch welche Anmerkungen? Ja, na, als Schlusswort könnte ich sagen, wir sehen hier gerade den nächsten Sprung im Segelflug. Ja. Wahrscheinlich ein ähnlicher Sprung wie die Entwicklung der McCready-Theorie. Ja, genau, das ist durchaus, würde ich auch aus dem, was man so gehört und gesehen und weiß, sage ich mal, sehe ich da auch durchaus sehr viel Potenzial mit dieser gesamten, mit dem Algorithmus einfach grundsätzlich, dass er einfach diese mehr Möglichkeiten da bietet. Das ist, hat schon sehr viel Potenzial, da das alles nochmal ein Stück weit zu revolutionieren. Genau, und da, wie gesagt, eben auch vielen Dank ja an Professor Meyer, dass das da eben, wie gesagt, dass er sich da so dahinter geklemmt hat und dass eben diese Chance erkannt hat. Das muss man ja auch erstmal machen, wenn man da zum Anfang so steht und sieht da vor sich ganz viele Zahlen, dass man da erstmal grundsätzlich das Potenzial erkennt. Das ist ja das Erste. Und das Zweite ist dann eben tatsächlich auch, dass man es dann so weit durchzieht, dass man jetzt da einen Vortrag drüber machen kann, wo man sagen kann, es fliegen damit schon viele Piloten auf der Welt. Das ist schon ein gewaltiges Stück Arbeit. Da kann man sich nur bedanken, genau. Ja, danke. Ja, ich denke, da sind wir eigentlich sehr weit durch und würde mich da erstmal an der Stelle schon bedanken für alle, die hier viele Fragen gestellt haben. Ich denke, es gab sehr, sehr viele und hoffe, dass wir da auf alles eingegangen sind. Der Michael hat sich hoffentlich auch noch die ein oder andere LX-spezifische Frage notiert. Die kann er natürlich dann auch morgen im Chat sich nochmal genau durchlesen. Und ich weiß nicht, ob er da vielleicht mal generell so ein Frage-Antwort-Spiel letztendlich auf der Website noch veröffentlicht, wo jetzt noch die LX-spezifischen Fragen geklärt werden oder ob er da auf die E-Mails spezifisch dann nochmal wartet, die ihn aktiv fragen, inwiefern er da Kontakt aufnehmen will zu den Fragen, die jetzt noch offen geblieben sind. Ich denke, ich warte jetzt mal auf die E-Mails, weil ich habe von den Kollegen von nicht allen die E-Mail-Adresse vorliegen, die da jetzt gefragt haben. Also okay. Was jetzt nicht beantwortet wurde, einfach an mich oder an den, ich kann auch dann die spezifischen Fragen zu Formeln, die noch kommen, an Heinrich weiterleiten. Also das ist, das sollte kein Problem sein. Genau, ich denke, da findet ihr euch schon, da kennt sich ja der Segelfliegermarkt und Segelfliegerwelt ist ja da bekanntlich ein Dorf. Da hat man ja dann solche Kontakte dann schnell hergestellt, wenn dann noch Fragen offen sind. Genau. Super, dann ganz lieben Dank an der Stelle für alle Beteiligten und ja, dann hoffentlich bis bald mal wieder in der Luft. Genau, dann ja, danke, ciao. Fürs Zuhören. Ciao, danke. Ciao. Genau, tschüss. Ciao.